Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Es ist schön, dass Sie sich heute Montagmittag die Zeit genommen haben, um mit uns gemeinsam ein zukunftsträchtiges Thema zu diskutieren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und natürlich im Namen aller Mitglieder der Arbeitsgruppe Gesundheit. Ich begrüße auch alle Mitglieder, die Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgruppe. Wir haben uns vorgenommen, die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Digitalisierung des Gesundheitswesens immer weiter voranzutreiben. Das sehen wir als eine ganz wichtige aktuell politische Aufgabe. Das ist der Hintergrund, warum wir uns heute diesem Thema widmen und diesen Kongress veranstalten. Da wir zeitlich sehr knapp eingeengt sind in die vielen Veranstaltungen, die hier im Haus Montag traditionell stattfinden, bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir jetzt gleich mit der Begrüßung unserer Gäste beginnen und dann ohne große Vorrede in das Thema einsteigen. Ein herzliches Willkommen gilt natürlich unserem Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, der Mitveranstalter dieses Kongresses ist. Und ganz besonders freuen wir uns, dass unser Gesundheitsminister, Herr Gröhe, dabei ist und dann als zweites zu uns sprechen wird. Ich freue mich auch, dass wir dann 4 Impulsvorträge hören werden zu dem Fachthema, etwa 10 Minuten, damit wir ausreichend Zeit zur Diskussion haben. Ich begrüße ganz herzlich unter uns Professor Dr. Heuer-Krömer. Er ist Dekan an der Medizinischen Fakultät in Göttingen. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass Herr Dr. Urso Vito Albrecht als stellvertretender Direktor des Instituts für medizinische Informatik an der TU Braunschweig und er fungiert auch noch an der Hochschule in Hannover zu uns gekommen ist. Wir haben eine Frau in unserem Vortrag und die ist ganz wichtig, weil Frau Andrea Vossoff, herzlich willkommen, eine ehemalige Kollegin, jetzt Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, sage ich jetzt mal so salopp, gekommen ist. Das zeigt schon das Spannungsfeld, in dem wir bei dem Thema stehen. Und ganz herzliches Willkommen gilt auch Herrn Dr. Peter Langkavel. Er ist Geschäftsführer der HCB GmbH. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken an meinem Tempo, dass ich jetzt unseren Gästen viel Zeit einräumen möchte, um in das Thema einzuführen. Das wird Herr Kauder machen, dann spricht zu Ihnen unser Gesundheitsminister und dann folgen in Folge ununterbrochen die 10 Impulsvorträge und die Berichterstatterin für dieses Thema in unserer Arbeitsgruppe, Frau Dr. Katja Leikert, wird dann die Diskussion moderieren und wir legen großen Wert darauf, dass Sie Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Statements stellen, damit wir in einen gemeinsamen Dialog kommen. Ich freue mich auf die Veranstaltung. Gutes Gelingen wünsche ich uns und nochmal herzlich willkommen. Volker Kauder hat das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Maria Michal, dir zunächst herzlichen Dank für die Vorbereitung dieser Veranstaltung, die ja in eine größere Reihe hineingehört, nämlich in die Reihe Digitalisierung. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, fällt mir immer auf, dass zwar die Fachleute wissen, was gemeint ist, der normale Bürger aber wenig konkrete Vorstellungen hat, was dies bedeutet. Und deswegen ist das Thema hier viel besser umschrieben wie E-Health, aber auch das wissen viele Menschen überhaupt nicht, was dies konkret bedeutet, was damit verbunden ist. Und auf diesem heutigen Kongress sollen Fragen, die rund um dieses Thema sich ranken, besprochen und beraten werden. Unser Gesundheitsminister hat ja das E-Health-Gesetz auf den Weg gebracht und es hat eine unglaubliche Wirkung entfaltet, weil viele Menschen darüber jetzt auch reden und Anwendungen suchen. Meine Frau ist Ärztin und hat gesagt, manches, was jetzt unter dem großen Hype geschieht, hat man früher auch schon gemacht. Man sucht nun heute nur mit der neuen Technik auch nach neuen Anwendungsmöglichkeiten.
Und etwas ironisch hat sie gemeint, früher sind die Leute mit dem Ausdruck aus dem Internet gekommen und haben gesagt, Frau Doktor, ich weiß schon, was ich habe und Sie müssen jetzt nur noch das und das schreiben, damit ich dann die Therapie einleiten kann. Heute werden Sie wahrscheinlich mit Ihrem E-Health-Konto kommen und sagen, was Sie alles schon gemacht haben. Und deswegen ist es auch ganz notwendig, dass wir die digitale Welt und die normale Welt der Ärzte miteinander verbinden, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir mehr und mehr auf dem Weg sind, die Ärzte zu ersetzen. Gerade bei uns im ländlichen Raum haben viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass mit den modernen technischen Möglichkeiten das Defizit der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum etwas verdeckt und verschleiert werden soll. Und deswegen glaube ich, ist das, was notwendig ist mit den ganzen Konzepten, die wir haben, aber auch mit der Sorge der Menschen darüber zu reden, dass dies nicht den Ersatz des Arztes und der ärztlichen Praxis und Beratung oder auch des Apothekers bedeutet. Ich kann sehr gut verstehen und halte das auch für richtig, dass wir Daten so miteinander verbinden, dass der Patient davon etwas hat, Unfallsituationen beispielsweise, Therapie abgleichen. Und ich hoffe nur, dass es diesmal besser gelingt, als die fast schon unendliche Geschichte der Gesundheitskarte, wo nicht der Gesundheitsminister oder jemand anderer etwas dafür kann, sondern wie ich vor kurzem in einem Disput in unserer Fraktion erfahren habe, die Technik und die Wirtschaft, die das Ganze machen soll, doch auch erhebliche Herausforderungen hat, das alles unter einen Hut zu bringen. Man wundert sich darüber, was wir alles können und was wir dann an kleinen Dingen doch nicht so schnell hinbringen, wie es eigentlich gelingen sollte. Natürlich ist mit der Gesundheitskarte und der Digitalisierung auch immer die Frage verbunden, wer bekommt meine Daten? Wer bekommt Einblick? Kann ich meine Daten schützen? Und da kann ich nur sagen, bin ich noch nicht überzeugt davon, dass dies tatsächlich gelingt. Ich habe gerade in diesen Tagen wieder ein Gespräch mit einer Firma aus Sachsen, die mir erklärt, was alles noch Schwachstellen sind, auch bei eHealth und anderen, und wie sie glauben, das Thema so in den Griff kriegen zu können, dass man es knacksicher machen kann. Wenn ich aber jeden Tag höre, wer wieder welches Konto geknackt hat, wer wieder welche Daten alle herausgeholt hat, ist dieser Punkt ein zentraler Punkt für die Akzeptanz der Menschen. Denn viele finden es ja schon unmöglich, dass man ihr Konto knacken kann bei der Bank. Aber die Gesundheitsdaten, wenn die auch veröffentlicht würden, das wäre schon für viele ein solcher Verletzung ihrer Persönlichkeit, dass dies ein zentrales Thema ist. Und deswegen bitte ich auch darauf, besonders Rücksicht zu nehmen, und denn davon wird der Erfolg abhängen, dass die Sicherheit gelingt. Viele unserer mittelständischen Unternehmer wehren sich gegen die Digitalisierung Industrie 4.0, weil sie sagen, wer garantiert mir die Sicherheit meiner Daten? Und dann sage ich, im Augenblick ist Ihr Handy viel mehr gefährdet als die Übertragung von Daten in einer entsprechenden Leitung. Trotzdem bleibt es ein Thema. Ich danke allen, die heute dabei sind und die sich mit diesen Fragen befassen. Und ich danke allen, die mithelfen zu werben, dass wir hier mit eHealth etwas Gutes auf den Weg bringen, die Menschen davon überzeugen, dass es ein Weg ist, der ihnen hilft, und zur gleichen Zeit mit großer Sensibilität darauf achten, dass die Daten geschützt sind. Gerade in diesem Bereich reicht ein einziger Vorgang, um das Vertrauen der Menschen erheblich zu erschüttern. Und deswegen müssen wir darauf große Rücksicht nehmen. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Und jetzt gebe ich gleich unserem Gesundheitsminister das Wort und bitte um Verständnis, wir haben so viele Kongresse,
dass wir auch die Montage nehmen müssen. Aber am Montag ist mein, neben dem Dienstag, mein schwierigster Tag. Da habe ich nämlich durchgehend die ganzen Gremien. Und deswegen muss ich nachher zur Geschäftsführung im Vorstand, Vorstandssitzung. Bitte um Verständnis, dass ich dann gleich danach weggehen muss. Aber jetzt Hermann Gröhe. Liebe Maria Michalk, lieber Volker Kauder, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf dem Podium, hier im Saal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich freue mich, in einem so gut gefüllten Fraktionssaal zu sitzen. Wir freuen uns sowieso, Volker, immer, wenn dieser Saal der vollste Saal hier auf der Etage ist, dann geht es der deutschen Politik gut. Aber dass der heute auch dem Thema geschuldet in solcher Weise gut besucht ist, wie wir es übrigens jüngst, liebe Gitta, liebe Maria, ja auch etwa beim Thema Antibiotikaresistenzen erleben durften, dass wichtige Fragen, die mit der Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitswesens zu tun haben, in dieser Weise dann auch auf große Resonanz stoßen. Und ich bin überzeugt davon, die Frage, wie sich unsere Versorgungslandschaft verändert durch die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien, ist von herausragender Bedeutung. Darauf richten sich enorm viele Hoffnungen. Daran richten sich enorm kritische Anfragen, manche verständliche Sorge, Datenschutz, ein wichtiges Thema, ein zentrales Thema, es geht um höchstpersönliche Daten, manche vielleicht weniger überzeugende Sorgen, wenn es um die Frage geht, was macht eigentlich mehr Transparenz in der Qualität der Leistungserbringung im Verhältnis zwischen Behandelnden und Behandelten, was ändert sich in der Kommunikation untereinander, wenn mehr Informationen immer schneller ausgetauscht werden können. Und ein bisschen ist es ja leider so, dass wir in Deutschland bei Neuerungen erst einmal sehr stark auf die Risiken schauen, sehr angstbesetzt auf die Risiken schauen. Erinnern Sie an die Debatte um Nanotechnologie, ist furchtbar klein, wahrscheinlich sehr riskant deswegen. Also die Frage, ob wir erst einmal auf ein Risiko schauen oder uns zutrauen. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir mit der Maß an Entwickeltheit in der gesundheitlichen Versorgung einerseits und den hohen Maßstäben andererseits, die wir zu Recht an den Datenschutz legen, dieses in guter Weise und akzeptiert durch Patientinnen und Patienten bewältigen, dann haben wir auch eine Chance, Modell zu sein für andere, Trendsetter zu sein für andere. Und ich freue mich, will das auch ausdrücklich an die Berichterstatterin Katja Leikert in diesem Bereich sagen. Ich finde es gut, dass die Arbeitsgruppe der Unionsfraktion hier auch Treiber ist, nachdem manches sehr zäh und sehr lange gedauert hat, und dazu werde ich ja etwas sagen, auch Treiber zu sein, wirklich diese Chancen in den Blick zu nehmen. Ja, viele herausragende Anfragen, was die Versorgungsqualität angeht, verlangen Antworten, die immer auch einbeziehen eine vermehrte Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien. Ich nenne, und natürlich, lieber Volker, du hast völlig recht, es ist das Instrument, was sich ändert. Ich nenne ein Stichwort wie Vernetzung. Das mag vor 50 Jahren sozusagen der Hausarztstammtisch in einer Region gewesen sein, damit man sich mal besser austauscht. Und es hat heute eine ganz andere Dimension. Das Prinzip sozusagen, dass Leistungserbringer sich untereinander vernetzen, ist das Gleiche. Aber wir haben in einer Beschleunigung es mit einer Vielzahl global unbegrenzt von Akteuren zu tun und damit auch in einer Bewältigung von Informationen. Und das löst kritische Fragen aus. Übrigens zumeist dann, wenn man abstrakt darüber redet. Ich bin sicher, wenn man in das nationale Tumorzentrum in Heidelberg gehen würde und würde sagen, bei jemandem, der austherapiert ist, wir haben hier eine Chance, noch etwas zu nutzen. Dazu brauchen wir Ihre Einwilligung, eine Sequenzierung Ihres Tumors sozusagen in einer Cloud gleichsam international zu vergleichen, um ein Maximum an vielleicht noch irgendwo auffindbarer Therapieidee zu finden. Dann würde ich mal behaupten, wird das leg endlich los und mach's noch schneller sein, als dass man sagt, geht das, soll das, etwas zynisch, das war, glaube ich, etwas zynisch, hat neulich jemand in einer Unternehmung mir gesagt, also am Ende hat der Tumor kein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, den wollen wir sogar töten. Das ist sicher eine sehr saloppe Art, mit auch den Sorgen da umzugehen, aber wahr ist, glaube ich, schon, dass der, der sagt, ich verspreche mir durch die Auswertung meiner Informationen ein konkreter
Ansage, die mir neue Therapiehoffnung gibt, dass sich dann die Perspektive auch ändert. Vor wenigen Tagen habe ich auf einer Messe hier in Berlin zum Thema Gesundheits-IT Herrn Enno Park kennengelernt, einen Patienten, der mit einem Cochlea-Implantat seine Lebens- oder Gesundheitsgeschichte erzählte und dann sehr konkret etwa schilderte 29 Besuche beim Audiologen zur richtigen Einstellung des Implantats und dann die Frage stellte, was davon könntet ihr mir eigentlich besser patientenfreundlicher abnehmen, wenn man von vornherein es darauf ausrichten würde, meine Selbstbestimmung in den Mittelpunkt zu stellen, zu fragen, wie stellen wir dir die Informationen zur Verfügung, damit du auch daran beteiligt werden kannst, hier etwas schneller bei so einem wichtigen, für die Kommunikation dieses Menschen insgesamt wichtigen, zu einer Einstellung zu kommen. Und gleichzeitig konnte man an diesem Beispiel auch deutlich machen, wo dann auch Risiken sind, wenn sozusagen nicht in der gesicherten Atmosphäre sozusagen unter immer den gleichen Bedingungen stattfindet, Tests, eine solche Einstellung eines Implantats stattfand. Aber es war ein Beispiel dafür, wie jemand, der selbst bestimmte Erfahrungen macht, Druck darauf macht und sagt, ich will, dass hier mehr Dinge geschafft werden, mir angeboten werden können. Wenn ich an die großen Herausforderungen denke, einerseits in unserem Gesundheitssystem eine gleichwertige, eine gute Behandlung auch auf Dauer von vielen Krankheiten im Stadt und Land anzubieten, dann reden wir über die Vernetzung von Leistungserbringern, zum Teil über sehr große Distanzen hinweg. Wenn wir über die Herausforderung reden, mehrfach Erkrankten, chronisch Erkrankten im hohen Alter, eine bestmögliche Vernetzung der unterschiedlichen Leistungserbringern und ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit, Selbstbeobachtung, Therapietreue etc. zu gewährleisten, dann sind wir auch hier auf eine ganze Reihe von Bereichen, die Antworten finden, zu denen der vermehrte Nutzen moderner Informations- und Kommunikationstechnologien gehört. Wir haben in den Mittelpunkt zu stellen, das ist meine Überzeugung, konkreten Patientennutzen. Volker Kauder hat die lange, früher hätte man gesagt, never ending, nein, wir führen sie jetzt zu einem guten Ergebnis, Diskussion über die Gesundheitskarte angesprochen. Als gesetzlich Versicherte trage ich einen im Portemonnaie bei mir. Die kann ja immerhin schon ein schönes Bild von mir als Information tragen. Das ist vielleicht ein bisschen wenig dafür, was wir da alles schon gemacht haben. Aber es überzeugt auch niemanden, wenn es sozusagen in erster Linie, Stichwort Stammdatenmanagement, Gewinn für das Backoffice von Krankenkassen bedeutet. Wenn aber, was jetzt konkret im E-Health-Gesetz geschieht, wir sagen Notfalldaten, ein konkreter Nutzen, wenn es schnell gehen muss, schnell Vorerkrankungen, Allergien oder anderes zur Verfügung zu haben, was Leben retten kann, dann ist Patientennutzen da. Wenn wir über das Thema reden, der Arzneimitteltherapiesicherheit, hochbetagter Menschen, die wegen Multimorbidität zahlreiche Medikamente nehmen, und die Frage, wer beobachtet eigentlich, dass Wechselwirkungen ausgeschlossen sind? Wenn ich hier zu Beginn, ich würde mal behaupten, dieser Test würde auch in diesem Saal gewinnen, Sie jetzt bitten würde zu sagen, wer mehr als ein Medikament nimmt, schreibt mal ganz schnell auf, welche das alles sind. Und am Ende der übernächsten Rede bitten wir Sie noch mal in Ruhe auf Ihren Zettel zu schauen, ob Sie vielleicht doch was vergessen haben. Dann haben wir eine wachsende Zahl dementiell erkrankter Menschen und anderes mehr, bei der die Frage, inwieweit sie selber in der Lage sind, mit der ausreichenden Information so umzugehen, dass die Frage, die natürlich jeder Facharzt steht, was nehmen Sie eigentlich noch regelmäßig, wahrheitsgemäß beantwortet werden kann, damit Interaktionen ausgeschlossen werden können. Ein Medikationsplan, den es alsbald dann geben soll, das sind zwei Schlüsselelemente, um deutlich zu machen, wir wollen sehr schnell die Gesundheitskarte in den Patientennutzen führen. Dazu gehört das Ziel der elektronischen Patientenakte. Darauf hat gerade auch unsere Fraktion Wert gelegt, dass es die Möglichkeit gibt, dass dort weitere Informationen zur Verfügung stehen, die Doppeluntersuchungen vermeiden, die Behandlung verbessern und dass über ein Patientenfach die Patientinnen und Patienten selbst in der Lage sind, in stärkerer Weise zu sagen, diese Informationen sammle ich dort. Ich sprach gerade mit Kollegen Schmelzle über die Frage, wie erhöhen wir das Wissen um den eigenen Impfstatus.
Also etwa auch das Abspeichern dessen, was Deutschland sucht den Impfpass, was man irgendwo auf seinem Impfpass fixiert hat, dann ins Patientenfach ebenso gehören kann wie ein U-Vorsorgeheft für die Kinder, der Röntgenpass oder anderes mehr. Bis Ende 2018 sollen entsprechend die Voraussetzungen für elektronische Patientenakte und Patientenfach geschaffen werden. Ja, das geht nur mit einem hohen Maß an Datenschutz. Ich habe mich gefreut, wir haben ja oft Kollegin Vosshoff, aber auch Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie darüber gesprochen. Vieles, was wir heute beklagen an Informationsleck, ist ja vor der Umstellung auf ein solches System als Mangel eingetreten. Und wenn wir etwa sehen, dass in Zukunft der Patient selbst entscheidet, welche medizinischen Daten gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf, nur ein Heilberufler mit einem gleichsamen Heilberufsausweis als zweiten Schlüssel zum Datensafe darf zugreifen und dies wird protokolliert, dann bin ich davon überzeugt, dass wir ein Mehr, und darin hat uns die Stellungnahme etwa des BSI-Präsidenten bestärkt, dass es zu einem Mehr kommen kann an Datensicherheit. Das gilt, weiß Gott, nicht nur für die Telematikinfrastruktur. Wer die Angriffe auf Krankenhäuser in den letzten Wochen festgestellt hat, der weiß, dass es auch dort darum gehen muss, entsprechende IT-Sicherheit zu gewährleisten. Und deswegen ist es wichtig, dass im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes dann demnächst auch mit einer Rechtsverordnung des BMI, an dem wir beteiligt sind als Gesundheitsministerium, festgelegt wird, welche Einrichtungen im Gesundheitsbereich unter dieses IT-Sicherheitsgesetz fallen, mit dem Ziel, hier entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sicherzustellen. Zurück zum E-Health-Gesetz und dem, was wir seitdem auf den Weg gebracht haben. Volker Kauder sprach an, wie ergänzt den ärztlichen Kontakt etwa die Möglichkeiten telemedizinischer Verfahren. In anderen Regionen der Welt, wo es darum geht, überhaupt Zugang zur Gesundheitsversorgung zu schaffen, ist es ja ein Vorteil, wenn etwa ein Mückenstich in Afrika mit dem Smartphone fotografiert, überhaupt erstmalig einer Begutachtung unterzogen wird. Da ist das nicht die Alternative zum Arztbesuch, sondern zu keinem Fachmann, der sich überhaupt die Situation anschaut. Bei uns ist es sicher in einer ganz anderen Situation, aber ich nehme mit Interesse zur Kenntnis, etwa ein Projekt der Techniker Krankenkasse, bei dem es um die Wundkontrolle durch den Hautarzt geht. Hier geht es nicht um Erstdiagnose und Therapieentscheid, sondern hier geht es um die fortlaufende Kontrolle eines Selbstkontrolle und ärztliches Draufsehen, etwa im Hinblick auf die Nachfolgebehandlung. Das spart Wege, Wartezeit und auch Finanzen. Und es wird dann gemeinsam gegebenenfalls festgelegt, in welcher Weise dann eben doch ein persönliches Gespräch zwingend erforderlich ist. Patientennutzen gerieren, bald dafür sorgen, dass die Datenautobahn Telematik funktioniert. Das ist ein ehrgeiziges Ziel und deswegen haben wir in das Gesetz geschrieben, erstens Zeitplan, zweitens Sanktionen. Und wir haben damit jedenfalls eins erreicht und das sage ich auch angesichts mancher Meldung sogar des heutigen Tages. Das Spiel, das einer auf den anderen zeigt und sagt, es liegt an dir. In der Selbstverwaltung, man gegenseitig mit dem Daumenfinger aufeinander zeigt, zwischen Selbstverwaltung und Industrie aufeinander, ist durch dieses Gesetz doch wohltuend einer gemeinsamen Willen gewichen, zu sagen, wir sind alle gemeinsam in der Verantwortung, zu sagen, wie kann Industrie, da sind die großen Stichworte Konnektoren, Kartenlesegeräte und anderes mehr, wie kann aber auch Selbstverwaltung etwa im Hinblick auf die Gestaltung der konkreten Testverfahren das ehrgeizige Ziel erreichen, das in diesem Jahr mit dem entsprechenden Rollout in den Testregionen begonnen wird. Das Ziel ist auch nach neuerlichen Meldungen ehrgeizig, aber erreichbar. Erst dann greifen die Sanktionen. Deswegen habe ich mich an öffentlichen Debatten, ob es nicht bitte schön sinnvoll wäre, die Sanktionsandrohung etwas weniger rigide zu machen, nicht beteiligt. Ich glaube, wenn alle sich anstrengen, dann sind die Zeitpläne durchaus einzuhalten. Ja, wir wollen dies erreichen. Wir haben hier einen Auftrag an alle Beteiligten, Innovationsfähigkeit des Gesundheitswesens unter Beweis zu stellen. Und das wird dann, das ist meine Überzeugung, in dem Maße, in dem wir die Informationen haben, die Struktur haben, weitere Modelle nach sich ziehen. Wenn wir mit dem
der Einführung des E-Medikationsplans haben wir dann die Voraussetzung durch die entsprechende Ausstattung auch unserer Apotheken, beispielsweise auch auf dem Weg zum elektronischen Rezept, bisher zurückgestellt, von der Selbstverwaltung einen deutlichen Schritt voranzukommen. Meine Damen, meine Herren, heute hatte ich die Gelegenheit, eine Studie entgegenzunehmen, und Herr Dr. Albrecht sitzt hier mit auf dem Podium, die sich dem Thema Mobile Health, den Apps, beschäftigt. Auch da ist die erste Wahrnehmung erst einmal bei vielen sehr skeptisch. Ich glaube, es war wichtig, und dafür diese Studie bin ich Ihnen und allen Beteiligten dankbar, dass wir einmal für uns in den Blick nehmen, in welchem Bereich entwickelt sich welche Chance. Wir stellen etwa fest, dass im ganzen Bereich, der den Lebensstil, die Fitness unterstützen, es sehr viel gibt, noch vergleichsweise wenig im Bereich Diagnose und Therapie. Dass also wir die Frage stellen, was kann davon einer besonderen Nutzen für unser Gesundheitswesen zugeführt werden? Und ich habe vor kurzem bei einem Start-up-Treffen mit jungen Unternehmern in diesem Bereich gesprochen, für die das zum Teil natürlich eine neue Erfahrung ist. Tolle Idee, rein in die Software, dran gearbeitet und dann, oh, es geht um Gesundheit, komplizierteste Zulassung. Da begegnen sich zum Teil auch Welten, aber um es mal sehr deutlich zu machen, wenn wir weggehen nur von dem Fitness-Gimmick, und wir uns einen Moment vorstellen, es handelt sich beispielsweise um die App, die mir als Diabetespatienten hilft, in richtiger Weise Insulin zu dosieren. Dann wird sehr schnell klar, warum wir an eine solche App, die zunehmend dann verschmilzt mit einem Medizinprodukt, auch entsprechende Sicherheitserfordernisse an den Tag legen müssen. Und selbstverständlich dann, spätestens dann, ich denke da an eine Tinnitus-Therapie gestützt durch eine App, wenn gewünscht wird, dass die nicht unerheblichen Preise jeden Monat von einer gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden, auch evidenzbasiert einen eindeutigen Patientennutzen nachweisen müssen. Da begegnen sich ein bisschen zwei Welten, und ich bin sehr dankbar, ich sehe Herrn Bruch, Präsidenten des BfArM, dass nachdem es eine erste Orientierungshilfe in diesem Bereich gibt, im Sommer noch eine weitere Tagung, dass wir wirklich auf dem Weg sind, Ihre Behörde zu einem Kompetenzzentrum auch im Bereich von Apps, von Mobile Health zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eine große Chance, dann auch in der Beratung von Start-ups sehr schnell Spreu vom Weizen zu trennen und zu sehen, wie wir denen helfen, die in der Tat in kluger Weise unsere Gesundheitsversorgung weiter ergänzen können. Wir haben weitere Aufträge erteilt. Wir werden noch am Ende dieses Jahres uns mit einer Studie IT in der Pflege beschäftigen. Wo kann sie stützen? Und angesichts mancher Vorkommnisse würde man sagen, stützen und schützen. Und auch da kann die Frage, wie wir in der Pflege etwa mit klugen IT-Lösungen einen Beitrag dazu leisten, dass Versorgungsabläufe besser organisiert und im Zweifelsfall auch, wo notwendig, kontrolliert werden können. Und wir haben andere Dinge etwa rund um die Big-Data-Nutzung zur individualisierten Medizin, die sowohl bei Volker Kauder als auch bei mir schon anklang, bei denen wir ebenfalls weitere Studien in Auftrag geben werden. Lassen Sie mich abschließend sagen, es ist meiner festen Überzeugung nach eine Ergänzung, eine wichtige Ergänzung, eine die Selbstständigkeit des Patienten fördernde Ergänzung unseres Gesundheitswesens. Aber es verändert natürlich die Beziehung zueinander. Volker Kauder hat es fast zurückhaltend beschrieben. Ich habe eine Veranstaltung erlebt, dass jemand sagte, ich hasse es, gegen Dr. Google kurz anzutreten, ein Arzt. Nicht nach dem Motto, ich bin heute das erste Mal beim Arzt, weil ich eine Zweitmeinung hören will. Das ändert die Beziehung. Und da kann ich drüber klagen. Und wir haben Umfragen, wonach 70% der Patientinnen und Patienten sagen, sie möchten Zugriff auf ihre Patientenakte haben. Und 80% der Ärztinnen und Ärzte sagen, wait a minute, wissen wir nicht, ob das hilft. Es gibt ein interessantes Projekt, ich glaube, es heißt Open Notes von Harvard, wo es genau um die Frage geht, wie verändert sich das Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn sozusagen zeitgleich zur Informationsfixierung durch Ärztinnen und Ärzte es einen Patientenzugriff gibt. Das setzt voraus, dass wir uns mit diesen Fragen zwischen allen Beteiligten auseinandersetzen. Wie befähigen wir Menschen, mit Informationen umzugehen? Wie sichern wir die Qualität und auch die Fairness der Informationen? Ich erinnere an das BGH-Urteil, das ein Zahnarzt erstritten hat vor einigen Wochen, wo es um die Frage geht, ob eine Internetbewertung seines ärztlichen Könnens ihm eigentlich zuzumuten ist, wenn er selber nicht weiß, ob der Wertende jemals in seiner Praxis gewesen ist.
Also wie verbinden wir das berechtigte Transparenzinteresse der Bevölkerung, das sich nicht aufhalten wird, mit dem ebenfalls berechtigten Interesse der Leistungserbringerinnen und Erbringer, dass es um faire Bewertung und Information geht? Und wie gehen wir mit ethischen Herausforderungen um, etwa wenn eine Zunahme der Rundumverfügbarkeit von Wissen auch dazu führt, dass Menschen mehr und mehr etwa auch mit Wissen konfrontiert werden, von dem sie vielleicht in der Vergangenheit gesagt hätten, wenn das gar nicht behandelbar ist, will ich das gar nicht wissen. Und diese Entscheidung, die Ihnen heute durch gewählte oder nicht gewählte Untersuchungsmethode vielleicht viel leichter fällt, gar nicht mehr in dieser Weise sozusagen in Ihrer Hand steht. Insofern ist es auch wichtig, uns den ethischen Fragen in diesem Zusammenhang zu stellen. Auch dazu werden wir eine entsprechende Förderbekanntmachung nutzen, um hier entsprechend wissenschaftlichen Sachverstand zu generieren. Dieser wissenschaftliche Sachverstand muss ins Gespräch zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Apotheken, allen Beteiligten, Medizintechnikprodukten, Entwicklern in Apps, aber gehört auch in eine gesamtgesellschaftliche Debatte, von der ich mir erhoffe, dass sie immer im Fokus hat, wie wir Chancen nutzen, Versorgung zu verbessern und uns zutrauen, in Verantwortung Risiken zu bannen. Eine Veranstaltung wie diese der Fraktion trägt zu so einer Meinungsbildung, wie wir sie brauchen, wesentlich bei. Deswegen bin ich gerne heute dabei. Herzlichen Dank. Herr Kauder, Herr Minister Gröhe, Frau Michalk, Frau Leikert, ich darf Ihnen ein kurzes Impulsreferat geben zum E-Health. Das Ding hier noch ankriegen. Mit dem Thema E-Health Big Data Versorgungsforschung. Ich finde, Herr Minister, schon der volle Saal zeigt, dass Sie ein Thema aufgegriffen haben, was uns alle ganz enorm interessiert. Ich beginne damit, Ihnen eine kurze Definition von Big Data zu geben. Der englischsprachige Begriff Big Data bezeichnet Datenmengen, die zu groß, zu komplex, sich zu schnell ändern oder zu schwach strukturiert sind, um sie konventionell zu bearbeiten zu können. Wenn Sie die Definition gelesen haben, sind Sie im Prinzip genauso schlau wie vorher. Deswegen habe ich versucht, in der Medizin Ihnen Big Data ein bisschen zu stratifizieren, also aufzugliedern. Ich will in dem kurzen Referat reden über konventionelle Big Data aus modernen Technologien, bisher nicht genutzte Big Data und Private Big Data, die der Minister schon angesprochen hat. Ich werde Ihnen zu jedem der Themen eine kurze Einschätzung von meiner Seite zum Stand in Deutschland geben. Lassen Sie uns beginnen mit konventionellen Big Data. Die werden an verschiedenen Stellen der Bundesrepublik generiert, etwa bei der Genomsequenzierung. Hier ist so ein Gerät dargestellt, mit dem Sie 4.500 Patientinnen und Patienten im Jahr komplett sequenzieren können, damit ungeheure Datenmengen produzieren. Und da die meisten von Ihnen darin nicht zu Hause sein werden, würde ich Ihnen das gerne an einem Beispiel zeigen, welche Datenmengen das sind in der genomischen Medizin. Das ist die Produktion von Sequenzierungsdaten alleine am DKFZ in Heidelberg. Da werden genauso viele Daten am Tag produziert wie bei Twitter. So, derzeit passieren solche Dinge im großen Umfang in Heidelberg. Es ist absehbar in wenigen Jahren, dass jedes größere Krankenhaus diese Form von Informationen erzeugen wird. Und Sie können sich vorstellen, welche Datenmengen in Deutschland produziert werden und wie verantwortlich man am Ende des Tages damit umgehen muss. Das heißt, derzeit werden an vielen Orten der Bundesrepublik durch analytische Verfahren große Datenmengen erzeugt, die wir lokal verwalten. Es gibt nur wenig übergeordnete Überlegungen. Wenn wir die Genomsequenzierung als ein abrechenbares Routineverfahren bekommen, wird sich eine völlig neue Dimension ergeben. Lassen Sie mich auf den nächsten Typ Big Data eingehen, den ich für besonders interessant halte. Das sind sogenannte nicht genutzte Big Data aus der klinischen Routinebehandlung. Ich würde Sie dazu mitnehmen in meine Universitätsmedizin nach Göttingen, wo jeden Tag eine Vielzahl von Untersuchungen stattfinden, die insgesamt dazu führen, dass wir ein halbes Terabyte pro Tag an Daten erzeugen. Die nutzen wir in keiner Weise. Die sind bei uns im Keller, falls Sie ein zweites Mal kommen, gucken wir, was Sie beim letzten Mal gehabt haben. Eine systematische Nutzung, geschweige denn institutionsübergreifend, findet derzeit in der Bundesrepublik überhaupt nicht statt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen seltenen Genotyp, von dem es vielleicht nur 20 andere Erkrankte in Deutschland gibt, ist es praktisch aussichtslos, diese Patientinnen und Patienten zu finden.
Das heißt, derzeit ist Deutschland diesbezüglich nicht wettbewerbsfähig im Vergleich etwa zu den USA, auch zu den Benelux-Ländern. Zur Lösung dieses Problems gibt es allerdings von der Bundesregierung, muss man mal sagen, ein wirklich herausragendes Programm, nämlich das Förderkonzept Medizininformatik. Was Frau Wanka hier gemacht hat, ist ein Beispiel dafür, wie man mit einem klug gesetzten Incentive auf einmal Bewegungen in Gang bekommen kann, die vorher undenkbar waren. Die Universitätsmedizin hat niemals über Standortgrenzen kooperiert im Informationstechnologiebereich. Das hat sie mit diesem Konzept geschafft. Und das ist für mich ein Musterbeispiel dafür, wie man durch kluges Incentive-Setzen Dinge, die in der Bundesrepublik jahrzehntelang nicht funktioniert haben, auf einmal doch hinbekommt. Der dritte Punkt, der besonders wichtig ist, und der Minister Gröhe ist darauf eingegangen, sind diese neuen Private Big Data. Und zwar Daten aus privaten Quellen, die eigentlich gar nicht primär gesundheitsorientiert sind. Und ich gehe gar nicht auf die Apps ein, weil ein wesentlich größerer fachlich näherer Kollege dazu gleich redet, sondern zeige Ihnen einfach die Daten aus meinem iPhone von vor einem Dreivierteljahr. Und denken Sie daran, es gibt 45 Millionen Smartphones in Deutschland. In jeder Jackentasche ist so ein Ding. Sie können sehen, wer sich wie bewegt. Wenn man so eine Uhr hat, kann man die Herzfrequenz dazu sehen. Den Blutdruck können Sie in der nächsten Variante ziemlich sicher messen. Das heißt, Sie kriegen ein ganz komplettes Herz-Kreislauf-Profil. Wir können gerne darüber diskutieren, ob das Ding hundertprozentig korrekt ist. Es ist machbar. Und Sie können den Herz-Kreislauf-Zustand eines Menschen im Prinzip 24 Stunden am Tag sehen. Für die Auswertung brauchen Sie im Prinzip auch keinen Arzt mehr. Das heißt, Sie haben hier eine Situation, dass wir erstmalig ein kontinuierliches Monitoring individueller Menschen möglich machen, auch in großen Kollektiven. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass es prädefinierte Entscheidungspunkte gibt, die die Versorgung in Populationen positiv unterstützen können. Das heißt, gerade wenn wir jetzt abheben auf die alternde Population, die einer engeren Begleitung bedarf, dann kann man sich sehr wohl positiv vorstellen, dass man eine solche Begleitung so durchführen kann, dass ein Eingriff nur erfolgt, wenn er wirklich notwendig ist. Und wenn Sie jetzt mal in eine x-beliebige Universitätsmedizin, zum Beispiel in meine, gehen, wie viele Leute sehen wir jeden Tag, die zu einer Kontrolle kommen, die dann erfreut nach Hause gehen, weil bei ihnen nichts festgestellt wurde? Im Prinzip ein Arztkontakt, der vielleicht psychologisch wichtig ist, der aber in der Sache durchaus ein Stück herausschiebbar wäre. Man kann also argumentieren, dass man sich auf solche Menschen konzentrieren könnte, bei denen das unbedingt notwendig ist. Hier läuft im Moment ein wirklich rasanter Prozess ab, dessen Rahmenbedingungen nicht oder nur bedingt politisch gesteuert werden können. Und dieser Prozess hat aus meiner Sicht in jeder Richtung ein wirklich enormes Potenzial. Wenn Sie positiv denken, können Private Big Data entscheidend dazu beitragen, die alternde Bevölkerung im Bereich der Gesundheitsversorgung effektiv und kostengünstig zu begleiten. Negativ bedacht können wir diskutieren, kann ich Ihnen ein paar Szenarien an die Wand malen, wie sich unser Gesundheitssystem in seiner bisherigen Form in erheblichen Teilen auflösen kann, wenn man nicht die Leitplanken entsprechend setzt. Lassen Sie mich dazu zu den Leitplanken noch ein Wort sagen. Ich würde Sie auf alle Fälle auffordern, die anstehenden Probleme auf keinen Fall der Medizin zu überlassen, weil es eine ganze Reihe von Fragen gibt, die nicht in und aus der Medizin beantwortet werden können. Ich weiß, dass es bei Ihnen, Herr Minister, eine neue BMG-Abteilung zu rechtlichen, ethischen Fragen gibt. Die Fragen der Datensicherheit stehen ganz zentral im Raum. Und diese Big-Data-Nummer ist ja nicht auf die Medizin beschränkt. Alles rund um die Flüchtlingskrise, alles rund um Consumerverhalten wäre ohne Big Data nicht denkbar gewesen. Und der Schutz dieser Daten, die Datensicherheit, ist ein zentrales Problem. Und ich gehe davon aus, dass ein, sagen wir mal, Atomkraftwerk mindestens so schützenswert ist wie etwa persönliche Gesundheitsdaten hinsichtlich der Sensibilität. Das heißt, wir werden ein generelles Problem der Datensicherheit im Big Data-Bereich bekommen, das meines Erachtens nicht gesundheitsspezifisch ist. Die Frage der Schutz der Privatsphäre, die Frage des Eigentums an der Information, die generelle Frage, wer hat eigentlich Teil an unserem Gesundheitssystem, am Fortschritt, können Sie daran nur teilhaben, wenn Sie oberhalb eines gewissen intellektuellen Niveaus sind? Und wer finanziert das Ganze? Das sind rechtliche und ethische Fragen, die man aus meiner Sicht auf gar keinen Fall innerhalb der Medizin beantworten können wird, sondern die man in einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion letztendlich adressieren muss. Zusammenfassend kann man sagen, dass E-Health, Big Data und Versorgungsforschung eine einmalige Gelegenheit darstellen, das Gesundheitswesen in Teilen wirklich weiterzuentwickeln, wenn wir verantwortlich damit umgehen. Und ich glaube, gerade angesichts dieser rasanten Geschwindigkeit, in der das Ganze
passiert, bei der wir gerne darauf achten wollen, dass unser Gesundheitssystem nicht wesentlich von der Westküste der USA ausgesteuert wird, wäre es hilfreich, wenn man einen solchen Foresight-Prozess initiiert. So, jetzt die letzte Folie. Ich weiß, dass Professoren die PowerPoint zeigen und ansonsten keine Verantwortung übernehmen, besonders beliebt sind in der Politik. Deswegen ein konkreter Diskussionsbeitrag. Wenn ich was zu sagen hätte, was ich machen würde, ich finde, was ich dann tun würde, ich finde, Sie haben mit dem E-Health-Gesetz einen ganz erheblichen Schritt in die richtige Richtung gebracht. Sowas wie eine Gesundheitskarte 2.0, also nochmal 10 Jahre Diskussion, ob die Adresse da draufstehen kann, wäre insgesamt fatal. Wenn Sie in dem E-Health-Gesetz sich den Teil ansehen, den Sie gemacht haben zur elektronischen Patientenakte, ist der enorm fortschrittsorientiert. Wenn Sie da einen ganz kleinen Passus einfügen und diese elektronische Gesundheitsakte innerhalb eines definierten Zeitraums verbindlich machen, dann letztendlich verantwortlich machen die Krankenhausträger, die USA haben das so gemacht, mit einem Mischsystem aus Anreizen und Sektoren, würden Sie aus meiner Sicht in der Bundesrepublik, so ähnlich wie Frau Wanka das in der Unimedizin gemacht hat, einen digitalen Dominoeffekt auslösen, der Sektorengrenzen überschreiten wird. Kein niedergelassener Doktor wird sich mehr erlauben können, nicht in die elektronische Patientenakte im Krankenhaus zu gucken, um zu sehen, was aus seinem Patienten geworden ist. Und als Nebeneffekt würde Deutschland im Bereich digitaler Medizin ein wirklich interessanter Markt. Ich bedanke mich ausdrücklich für die Einladung, die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu reden und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Bundesminister, ich grüße Sie recht herzlich. Ich möchte jetzt auch meinen Beitrag zu dieser Diskussion liefern, ein weiteres Puzzleteil dazu liefern, mit einem Vortrag über unsere Studie, die wir durchgeführt haben, die sich dann nennt Chancen und Risiken von Gesundheits-Apps, Charisma. Ich komme ohne Folien, allerdings nicht mit leeren Händen. Sie haben die Gelegenheit jetzt dann auch, sollte mein Vortrag Sie langweilen, sich die Studie herunterzuladen unter charisma.de. Zwischenzeitlich werde ich dann die Zeit nutzen und Ihnen ein wenig den Hintergrund zu dieser Studie geben. Sie sind sich dem gewahr, es taucht überall in den Medien auf, Apps sind da und sind ein großes Thema, nur die Diskussion darum ist etwas durcheinander. Das liegt daran, dass es ein unüberschaubares Angebot ist an Applikationen, die meist unreguliert dann vorgestellt werden, vorgetragen werden, auf den Markt gebracht werden. Das trifft dann eben auf eine enorme Erwartungshaltung der Politik, was Versorgung angeht, der Patienten, was Versorgung angeht, der Ärzteschaft, die ja dann versorgen sollen und so weiter. Sie merken, das ist ein riesiges Konglomerat. Und Apps an sich sind allerdings nur ein Puzzlestein in dem gesamten E-Health-Kontext. Ich durfte ein WMG-gefördertes Forschungsprojekt zu dieser Thematik leiten, zusammen mit 17 weiteren Kollegen. Wir haben uns dieser Thematik ganzheitlich genähert. Das war auch notwendig, da eben eine einzelne Betrachtungsweise von einem Standpunkt aus, sei es nun die Technologie oder die Medizin, nicht ausreicht, wie Herr Professor Krümer auch eben schon ausgeführt hat in Bezug auf die Big Data-Diskussion. Wir haben in 8 Monaten mehrere Bereiche dann eben halt beleuchtet. Das waren dann die Ethik, die Medizin, die Technologie, die Ökonomie und politische Aspekte. Wir haben dazu Gruppen gebildet, die sich dann einzeln wissenschaftlich dieser Thematik dann genähert haben. Die Ergebnisse zu den einzelnen Punkten, ich komme noch gleich darauf, wurden dann gemeinschaftlich in mehreren Workshops diskutiert und hieraus wurden dann auch Handlungsfelder erarbeitet und Handlungsoptionen für die Politik, aber eben nicht ausschließlich definiert. Insgesamt sind es 9 Handlungsfelder und 64 Handlungsoptionen, die Sie auch gern dann in der Studie nachlesen können. Es ist wirklich wohl etwas viel verlangt, die 370 Seiten, die wir produziert haben, innerhalb von 10 Minuten Ihnen darlegen zu können. Die Arbeit, die wir geleistet haben, entstand nicht nur in der Medizinischen Hochschule Hannover, sondern wir haben zudem dann auch Experten aus anderen Fakultäten hinzugezogen, sei es die Universität zu Köln. Wir haben ferner Diskussionen mit dem Karlsruher Institute for Technology geführt, hier namentlich das ITAS. Wir haben aber auch mit der Forschungsstelle Ethik
nicht Ethik, Verzeihung, E-Health-Recht in Augsburg zusammengearbeitet, um dieses Thema zu diskutieren. Nachdem wir den Studienbericht fertiggestellt haben in einer vorläufigen Form, haben wir zudem zur Partizipation aufgerufen und haben 17 Institutionen eingeladen zu einer Kommentierung. Hierzu hatten die Institutionen einen Monat Zeit, sich zu äußern, und diese Kommentare sind ebenfalls dann jetzt auch online verfügbar, können Sie sich dann zusammen mit der Studie herunterladen. Heute war es nun der glückliche Zeitpunkt, wo wir dem Herrn Minister die Studie überreichen durften und ich jetzt zu Ihnen sprechen darf, ganz frisch und ganz brandaktuell. So muss ich schauen, dass ich nicht mit der Zeit durcheinander komme. Sicherlich sind Sie interessiert an den Ergebnissen, und ich habe Ihnen erläutert, dass es wirklich viel zu diskutieren gibt. Insgesamt dann eben auch, wenn Sie diesen ganzheitlichen Aspekt nehmen, gibt es zu jedem einzelnen Teilbereich eine Menge zu sagen. Aber vielleicht sind Sie an dem Ergebnis oder an dem Schlüsselergebnis interessiert, was ich für mich als Schlüsselergebnis identifizieren konnte. Und das ist die mangelnde Evidenzlage zu diesem Thema. Und das ist insofern problematisch, weil diese einen Einfluss dann auf die gesamte Diskussion dann eben halt nimmt. Wir haben versucht, jetzt durch die wissenschaftliche Aufarbeitung eben Evidenz zusammenzuziehen und Ihnen das dann eben in dem Werk zu präsentieren. Das ändert aber nichts daran, dass es eben halt sehr wenige Studien gibt, die nachhaltig den Nutzen von dieser Technologie beschreiben kann. Hingegen gibt es diverse Studien, die Risiken präsentieren, insbesondere dann eben zum Datenschutz. Was zu berücksichtigen ist, ist hier, dass das nicht zwangsläufig der Wahrheit entspricht und ein Bias hier auftaucht, den ich Ihnen kurz erläutern möchte. Es kann zu einer Verschiebung der Wahrnehmung in Richtung Risiken erfolgen, so wie es im Moment auch von der Öffentlichkeit primär wahrgenommen wird, dass die Risiken den Nutzen übersteigen könnten. Das ist aber etwas verfrüht zu beurteilen. Ich möchte Ihnen kurz darlegen, warum das der Fall ist. Wenn Sie von Nutzen sprechen, von solchen Gesundheitsapplikationen, versteht da auch jeder etwas anderes drunter. Es gibt keinen Konsens, was jetzt Nutzen sein soll. Das liegt auch darin begründet, dass eben unterschiedliche Wahrnehmungen, Interessen hier dann vorhanden sind, was denn der Nutzen sein kann. Sie müssen also zunächst erstmal Nutzen für sich identifizieren, um dann im Anschluss eine Studie zu konstruieren, die diesen Nutzen dann belegen soll, wie der auch aussehen soll. Das bedeutet in der Regel aber, dass Sie neben dem Design und der Planungsphase für so eine Studie auch noch Patienten haben müssen, wenn es in diesem Kontext ist, und diese Patienten beobachten mit diesen Applikationen. Und wenn es sich um einen Nutzen handelt, den Sie nicht konkret fassen können, der nicht so massiv ist, sondern sich erst über Jahre darstellt, brauchen Sie einen langen Atem in diesen Studien, um das zu beobachten. Nun haben Sie auf der anderen Seite eine Applikation, die fehlerhaft im Umgang mit Daten ist. Das ist ziemlich leicht, weil das Ziel ist klar definiert, was Sie herausbekommen wollen oder sollen, und zwar, wie ist das Datensendungsverhalten der Applikation. Da können Sie sich dann hinsetzen in Ihr Labor, die einzelne Applikation nehmen und den Datensendungsverkehr mitschneiden. Und ganz schnell identifizieren Sie dann eben halt auch die Fehler in dieser Applikation. Das geht weitaus schneller, als eben den Nutzen zu beschreiben. Die Gefahr ist, dass natürlich das sehr schnell aufgenommen wird und die Risiken quasi in den Fokus der Wahrnehmung kommen und den Chancen weniger Raum gegeben wird. Ich plädiere dafür, eben mehr Forschung in diesem Bereich zu betreiben, um eine faire Abgrenzung, Abschätzung der Nutzen und Risiken dann zu betreiben. Natürlich hat es einen Grund, dass die Applikationen oder dass eben die Risiken dargestellt werden. Es gibt Applikationen, die fehlerhaft sind, unbestritten, sei es nun im Bereich des Datenschutzes oder im Management oder in dem, wie sie aufgesetzt oder ähnliches. Aber der Grund, warum das der Fall ist, liegt vornehmlich nicht darin, dass die Leute Böses wollen, die Entwickler, sondern es ist viel Unwissenheit dann dabei. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist nicht fortgeschritten in dem Bereich. Einige kommen als Spieleentwickler auf den Markt und sehen sich jetzt einem Bereich gegenüber, der jetzt dann eben sich mit Gesundheit auseinandersetzt. Der Herr Bundesminister hat das auch angesprochen, diese Problematik. Diesen
Entwicklern muss geholfen werden, eine Möglichkeit gegeben werden, wie man denn jetzt sich orientieren kann, welche Maßnahmen getroffen werden muss, um vernünftige Applikationen dann eben halt herzustellen. Also Aufklärungsarbeit ist hier dann zu betreiben. Damit mHealth funktioniert und diese Gesundheitsapplikation, ist es aber gleichfalls auch nötig, diejenigen, die das nutzen, aufzuklären über die Möglichkeiten und Risiken dieser Technologie. Denn letztendlich hängt es ja von diesen Menschen ab, diese Technologie auch anzuwenden. Tun sie es nicht, weil das Vertrauen eben nicht gegeben ist, bleibt die Technologie auf der Strecke. Insofern hat die Industrie auch ein Interesse daran, vernünftige Applikationen herzustellen. Vielleicht belasse ich es erstmal dabei. Ich könnte noch stundenlang reden, wie Sie wahrscheinlich merken. Mittlerweile haben wohl auch diejenigen, die interessiert sind, die Studie schon runtergeladen und konnten schon durchblättern. Ich freue mich auf die Diskussion und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Maria Michalk, Herr Minister, meine Damen und Herren, auch ich darf mich für die Einladung sehr herzlich bedanken. Ich bin gern gekommen, um auch aus Sicht des Datenschutzes das Thema mit Ihnen gemeinsam zu erörtern. Nun haben Sie vielleicht die Annahme oder nehmen an, jetzt kommen die Spielverderber, jetzt kommen diejenigen, die nur Risiken sehen und nicht die Chancen in den Vordergrund stellen. Ich will das mal mit der Überschrift versehen. Bei jedem Medikament gibt es immer auch Risiken und Nebenwirkungen. Und bei der Faszination, was ein Medikament kann, glaube ich, ist es klug und richtig, die Risiken und Nebenwirkungen nicht außer Acht zu lassen, sondern auch in den Blick zu nehmen. Und das ist an dieser Stelle vielleicht auch Aufgabe derjenigen, die sich in besonderer Weise dem Datenschutz widmen an der Stelle. Ich pflege mal zu sagen, der Begriff Datenschutz ist ja eigentlich ein, wenn Sie so wollen, misslicher Begriff, weil er versachlicht etwas und beschreibt eigentlich gar nicht die Bedeutung des Problems. Der Datenschutz schützt nicht die Daten, sondern der Datenschutz sozusagen schützt die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen, schützt uns vor Grundrechtseingriffen und das macht, glaube ich, viel deutlicher, um was es im Eigentlichen geht. Und bei der faszinierenden Thematik E-Health oder Digital Health 4.0 geht es in besonderer Weise um, wenn Sie so wollen, die sensibelsten personenbezogenen Daten, unsere Gesundheitsdaten. Und sie sind für den einen lästig, für den anderen sehr bürokratisch, sehr formaltechnisch, in besonderer Weise geschützt, wie ich finde, sie sind zu Recht in besonderer Weise geschützt, weil es sind eben die sensibelsten Daten unserer Person. Und deshalb bei allen Chancen und keiner, der den Datenschutz in besonderer Weise verteidigt, keiner wird an dieser Stelle die Chancen und Risiken sozusagen und in besonderer Weise auch die Chancen der digitalen Gesundheitswirtschaft verkennen oder in irgendeiner Art und Weise in Abrede stellen. Das, was dem digitalen Gesundheitsmarkt und Sektor möglich ist, zur Verbesserung, zur Individualisierung medizinischer Betreuung, ist eine große Chance, die auch nutzbar ist. Und deshalb sind hier nicht die Datenschützer diejenigen, die sozusagen etwas mies machen, etwas verhindern wollen, etwas bürokratisch sperren oder zu allem immer auch Nein sagen wollen, sondern diejenigen, die in besonderer Weise auf die, ich sagte es, Risiken und Nebenwirkungen aufmerksam machen wollen. Gerade wenn wir im Zuge der Entwicklung, und Beispiele sind hier gerade schon genannt worden, im Bereich E-Health, im Bereich digitaler Gesundheitswirtschaft schauen, was schon alles möglich ist und auf dem Markt ist, dann finde ich, ist es in besonderer Weise geboten, darauf auch aufmerksam zu machen. Herr Krömer war es, glaube ich, der gerade mal eben zeigte, dass wir schon auf manchen Smartphones Schrittzähler automatisch eingebaut haben. Ich glaube, viele wissen es gar nicht an der Stelle, was schon an Daten möglich ist. Und jeder, der sich individuell dafür entscheidet, das Stichwort Wearables, Fitness-Apps, sie auch zu nutzen, tut es zunächst einmal aus voller Überzeugung für sich. Aber oftmals ist die Frage, was eigentlich er mit dieser App bewirkt wird, wer erhält welche Daten, wo werden sie nicht nur gesammelt, sondern wer überträgt sie auch.
Und das sind Punkte, wie ich finde, die bei der Frage der Digitalisierung im Gesundheitswesen, wie auch in allen anderen Bereichen der Digitalisierung, wie ich auch meine, etwas stärker und ich will mal noch betonen, positiver auf die Tagesordnung kommen sollten sozusagen. Warum ich meine positiver, dazu komme ich am Schluss noch. Sie haben hier das Thema E-Health als Überschrift gewählt, die digitale Kommunikation im Gesundheitswesen. Und der Fraktionsvorsitzende war es, glaube ich, der dann sagt, was verbirgt sich eigentlich hinter solchen Begriffen? Sie wissen das alle viel zu gut. Ich möchte es trotzdem erwähnen, weil es auch die Bedeutung und Sensibilität für die Digitalisierung auch von Gesundheitsdaten zum Ausdruck bringt. Es ist die elektronische Patientenakte, es ist die elektronische Gesundheitsakte, es sind elektronisch gestützte Krankheits- und Wissensmanagementsysteme, es ist die Telemedizin, die Internetmedizin, Gesundheitsportale und ich sagte es, die mHealth, die Mobile Health, Wearables und Gesundheits-Apps. In allen Bereichen werden in diesem Bereich Fragen und Daten gesammelt und das Verhältnis, sage ich jetzt mal nur noch Arzt-Patient, wie es früher da war, und das Vertrauensverhältnis wird um eine Infrastruktur erweitert, Zugriffe von anderen ermöglicht und deshalb in besonderer Weise der Datenschutz an dieser Stelle gefordert ist. Sie wissen, dass mein Haus in der Erarbeitung der elektronischen Gesundheitskarte mitbeteiligt ist, es immer positiv auch mit begleitet hat und ich glaube nicht an erster Stelle für die vielen Fragestellungen, die damit verbunden sind, verantwortlich sind, sodass das auch ein Beispiel dafür ist, dass solche Möglichkeiten der digitalen Welt auch vom Datenschutz weder torpediert noch verhindert werden sollen oder müssten an der Stelle. Die Risiken über Big Data, die Vorteile hat Professor Krömer genannt. Die Risiken von Big Data sind aus datenschutzrechtlicher Sicht in erster Linie, wenn Sie so wollen, nicht nur die Vorgaben der Zweckentfremdung, der Datenauswertung, sondern viel eher, und das will ich hier in der Kürze der Zeit auch ansprechen, die Risiken der sogenannten Profilbildung des Einzelnen, die Auswertung, insbesondere im Bereich der Gesundheitsdaten, kann zu einer gesundheitsspezifischen Typisierung von Menschen führen. Das ist im Bereich der medizinischen Anwendung zum Beispiel von Apps bezogen auf das Krankheitsbild der Person sicherlich wünschenswert. Es hat aber auch und es kann auch sozusagen für denjenigen von Nachteil sein, wenn der Zugriff auf diese gesundheitsspezifische Typisierung nicht streng normiert und begrenzt ist. Und es kann, wie jede Form sozusagen der manchmal auch durch Algorithmen gestützten Profilbildung, auch zu schwer widerlegbaren Vorurteilen des Einzelnen führen und auf diese Weise nicht nur die Selbstbestimmtheit sein Ende haben, die Fremdbestimmtheit beginnen. Und deshalb muss man, glaube ich, auf diese Risiken in besonderer Weise aufmerksam machen. Wenn ich meiner kurzen Einführung, ähnlich, glaube ich, Herr Krömer war es, auch die Frage stellen oder sagen darf, wenn ich was zu sagen hätte an der Stelle, so haben Sie es vorhin genannt, will ich auf Punkte eingehen. Ich hätte den Bereich Forschung, dazu kommen wir vielleicht noch, auch dort gibt es in besonderer Weise datenschutzrechtliche Fragestellungen, aber dann würde ich gerne ein paar Thesen in den Raum werfen, über die wir dann vielleicht auch noch miteinander diskutieren können und auch sollten. Ich würde als erstes feststellen wollen oder ich sage mal mir wünschen wollen, dass Datenschutz nicht als Hemmnis oder Hindernis, das höre ich nämlich leider häufig und viel zu oft, auch beim digitalen Gesundheitsschutz, nicht als solches angesehen wird, sondern dass wir einen gesellschaftlichen Konsens finden, der den Datenschutz als Chance, als Qualität, als Prädikatsmerkmal auch im Bereich der Entwicklung digitaler Gesundheitssysteme aufgefasst wird und deshalb nicht als Barriere, sondern als Gestaltungspotenzial gesehen wird. Wir haben jetzt, das wissen Sie, das Bundesdatenschutzgesetz und wir werden in 2 Jahren eine europäische Datenschutzgrundverordnung haben. Und da gehe ich nicht nur davon aus, und es ist ja so, dass die Gesundheitsdaten auch dort in besonderer Weise, ähnlich wie wir es im Datenschutzgesetz kennen, geschützt werden. Aber es gibt auch Gestaltungspotenziale und da würde ich mich außerordentlich freuen, wenn diese Möglichkeiten der Gestaltung im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, sprich der rechtliche Rahmen für künftigen digitalen Gesundheitssektor im Bereich des Datenschutzes auch entsprechend oder wir die Gelegenheit haben, ihn miteinander zu thematisieren und zu diskutieren. Und deshalb das Bewusstsein auch für uns schaffen, dass Datenschutz nicht hemmt und nicht hindert, sondern Chance und großes Potenzial sozusagen für qualitativ digitale Anwendungen im Gesundheitswesen verstanden wird.
Für mich wäre aus datenschutzrechtlicher Sicht bei aller Entwicklung der Digitalisierung im Bereich des E-Health von besonderer Bedeutung, dass der Schutz des absoluten Kernbereichs der Persönlichkeit, etwa im Verhältnis zwischen Arzt und Patient, auch im digitalen Gesundheitswesen gewährleistet sein muss. Insbesondere neben den rechtlichen Fragen des Datenschutzes und dem Entwicklungspotenzial auch durch die Datenschutzgrundverordnung sollte, und das ist heute schon angesprochen worden, der technische Datenschutz und die technische Datensicherheit absolut Priorität haben. Die Vorgaben der datenschutzfreundlichen Voreinstellungen auch im Gesundheitswesen durch die sogenannten Stichworte Privacy by Design und Privacy by Default sollten Mindeststandard sein. Ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, da war der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium und ich habe sehr dafür geworben, das gilt für den Gesundheitsbereich genauso, dass ich gesagt habe, es wird viel getan, die Potenziale, die die Digitalisierung für die Gesundheitswirtschaft und für die Wirtschaft insgesamt bietet, auch entsprechend zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn man die datenschutzrechtlichen Entwicklungen in gleicher Weise fördern würde. Stichwort Anonymisierung, Pseudonymisierung, technische Vorgaben. Auch da, glaube ich, kann noch vieles nicht nur geschehen, sondern sollte auch den entsprechenden Vorgaben sozusagen auch politisch gesetzt werden, weil wir auch, und ich denke, die Entwicklung zeigt in den vergangenen Jahren, das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger steigt auch, datenschutzfreundliche sozusagen und datenschutzkonforme Geräte anzuwenden. Auch wenn sie es noch nicht im tagtäglichen Leben umsetzen, hängt es meist damit zusammen, dass wir auf dem Gebiet uns noch schwer tun, was simple Entwicklung von Anonymisierungsverfahren und auch die Weiterentwicklung, um die Risiken der De-Anonymisierung zu vermeiden, dass wir da durchaus mehr Augenmerk auch im Bereich sozusagen der Förderung drauflegen sollten. Verbindliche technische Standards, Normen, die technikneutral sind. Und was abschließend, was ich sagen möchte, ist noch, dass wir gerade unter der großen Überschrift Big Data durchaus, und das ist heute auch schon angeklungen, einen gesellschaftlichen Konsens brauchen in der Frage sozusagen der zukünftigen Anwendbarkeit in der Digitalisierung und im Gesundheitswesen, was wir im Rahmen sozusagen dieser Entwicklung auch als Gesellschaft wollen. Gesundheitliches Profiling, wo sind die Grenzen, was sind gesellschaftliche Standards, wo sagen wir, das geht gar nicht an der Stelle. Ich denke, das ist unter dem großen Stichwort Datenethik auch zu verstehen. Auch die kommt mir in der politischen Diskussion manchmal etwas zu kurz und ich halte sie für mehr als geboten und bei den Gesundheitsdaten von besonderer Bedeutung, sich damit zu befassen. Und wenn im Haus bei Ihnen, Herr Minister, schon eine entsprechende Abteilung auch das Thema aufnimmt, dann kann ich das nur begrüßen. Ich freue mich auch, wenn ich in der Zeitung lese, dass Sie auch zu einem Dialog einladen wollen, zu einer Fachkonferenz, auch, und das hoffe ich, unter Beteiligung der Expertise sozusagen des Datenschutzes, um diese Fragestellungen miteinander zu thematisieren. Aus dem Justizministerium höre ich, dass man über diese Überlegung eines digitalen Kodexes diskutiert miteinander. Auch das ist eine Fragestellung, die in besonderer Weise auch bei den Gesundheitsdaten erforderlich ist, diese Diskussion nicht nur zu führen, sondern hier vielleicht auch Leitlinien miteinander zu erarbeiten. Warum sage ich all dies? Weil ich nicht möchte und nicht will, dass der Datenschutz immer so in den Vordergrund gestellt wird. Kürzlich las ich einen Artikel, Datenschutz verhindert Gesundheitsschutz. Das sind immer so provokante Thesen. Ich bin das ja schon gewohnt aus dem Sicherheitsbereich. Da hören wir auch häufiger, dass Datenschutz ja vielleicht auch manchmal Täterschutz ist. All das ist sozusagen der Missbrauch in der Formulierung eines Anliegens, sozusagen Schutz eines Grundrechts und auch Schutz unseres gesellschaftlichen Miteinanders unter Überschrift Datenethik. Und ganz wirtschaftlich betrachtet, bei der Sensibilität, die wir in vielen Bereichen mittlerweile erreicht haben, durch viele Risiken, durch Hacking, der Minister hat es, glaube ich, vorhin erwähnt, auch das Potenzial, das dort auch unter Missbrauch zu verstehen ist, dann kann der Datenschutz, wie ich meine, in so einer Entwicklung ein hervorragender, und ich sage das, Wettbewerbsvorteil sein für die Entwicklung solcher Produkte. Das sollten wir auch mehr in den Vordergrund stellen. Und diese Fragestellung sozusagen, nach denen die Bürger, auch der Patient, die Menschen auch Antworten von der Politik wollen, an der Stelle die verschiedenen unterschiedlichen Strömungen,
die Besonderheiten und die Fragestellungen des Datenschutzes mit der wirtschaftlichen Entwicklung und hier im Gesundheitsbereich zu vereinen. Manche sagen zu mir, na Frau Vossoff, da haben Sie aber, sind Sie aber sehr naiv, ob das gelingt. Ich habe gesagt, ich gebe die Hoffnung dazu nicht auf, weil ich weiß, das Bewusstsein der Menschen steigt in diesen Fragestellungen. Und wenn wir wirtschaftliches Potenzial auch aus der Digitalisierung neben den Chancen für die Gesundheitsförderung der Menschen suchen, dann sollte das Risiko und die Nebenwirkungen in Fragen des Datenschutzes ganz nach vorne geschoben werden, damit am Ende das Medikament für alle erfolgreich sind. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister Gröhe, Frau Michalk, Frau Leikert, ich freue mich, dass ich hier auch ein wenig dazu beitragen kann. Ich bin ja seit letzten Sommer in einer neuen Rolle. Ich war lange bei SAP, dort viel im Silicon Valley, war dort für Public Sector Healthcare in einer internationalen Rolle und bin jetzt seit einem Dreivierteljahr auf dem Versuch Digital Health hier in Berlin, Sie sehen das unten, das Profilbild, ein wenig voranzubringen. Und aus dieser Situation heraus möchte ich gerne drei Dinge mit Ihnen kurz tun. Kurzen Überblick, wo stehen wir überhaupt? Nicht jeder beschäftigt sich täglich mit Digital Health. Wir haben schon einiges gehört. Ich möchte gerne auch nicht die Chance missen, einige Schwierigkeiten, einige Herausforderungen zu skizzieren, möchte mir aber dann vor allen Dingen für die Diskussion erlauben, zwei, drei Punkte als Lösungsvorschläge hier zu präsentieren, damit wir sie hier noch diskutieren können. Als ich mein AIP gemacht habe in der Geburtsmedizin, war das noch nicht so. Das ist aus einem Buch, das heißt The Human Face of Big Data. Bevor ein Kind angefasst wird, was auf die Welt kommt, gibt es einen Tweet, Snapchat, Facebook, soziale Medien, Videos, alles Mögliche. Das ist die Realität. Das ist heute so. Das digitale Gedächtnis fängt praktisch, wenn nicht bei Null, sondern zumindest beim ersten Tag an. Das gibt viele Gründe dafür. Das ist technologisch auf der einen Seite getrieben. Wir haben schon einige Dinge gehört, die mobilen Geräte, die Supercomputer, die wir alle dabei haben, aber auch Technologien in der Medizin, in der Bildgebung, in der Gendiagnostik, aber auch Technologien, die mit der Medizin erstmal nur unmittelbar zu tun haben, sowas wie In-Memory-Technologie oder Deep Learning, NLP, wie Sie es schon gehört, vielleicht gehört haben. Denn dort wird etwas passieren, was Big Data nochmal wirklich big machen wird, denn wir werden erstmalig an die ganzen unstrukturierten Daten herankommen. Kaiser Permanente ist eine große HMO in den USA, die sagen, 80% ihrer Daten liegen unstrukturiert vor, eben nicht das, was wir in Tabellen, in Datenbanken oder anderen Dingen haben, sondern unstrukturiert. Und jetzt kommen Technologien, die diese unstrukturierten Daten erstmalig analysierbar und verarbeitbar machen. Das klingt ja alles toll, aber wie sieht die Realität aus? Das ist ein Bild aus einem Krankenhaus. Ja, es gibt einen Computer, aber es gibt noch eine ganze, ganze Menge Papier. Wir sind überhaupt erstmalig in einem Digitalisierungsprozess. Wir fangen ja gerade erst an. Und Digitalisierungsprozess in den Computer zu bringen, ist ja gar nicht so schwer. Viel schwerer ist die Digitalisierung in den Köpfen. Wir sind ja, was heißt das? In einem doch zum Teil noch eher Feudalsystem mit Strukturen, wo wir Prozesse nicht kennen, transparent ein Fremdwort ist, Benchmarking oft nicht gewollt wird. Und all das wird jetzt mit dieser Digitalisierung von den Institutionen manchmal geliebt, aber häufig auch gehasst, häufig auch gar nicht so ganz gewollt, aber doch vorangetrieben. Warum ist das so? Und warum sitzen hier so viele Leute? Weil nämlich das passiert. Das ist ein Foto, was ich vorletzte Woche in einem Medienmarkt gemacht habe. Da waren fast 80 verschiedene dieser Armbänder angeboten, wo man sagt, das, worüber wir reden, das ist ja längst da. Patienten, Versicherte, Bürger, Wähler haben sich längst, ob wir wollen oder nicht und wie wir wollen oder nicht, haben sich für digitale Dinge schon sehr häufig entschieden. Und wie gehen wir jetzt mit diesem Dreieck um? Auf der einen Seite Technologien, auf der anderen Seite Institutionen, Organisationen, die noch auf Papier sind und drittens ein Patient, der zwar immer im Mittelpunkt stand, dort auch immer im Weg und jetzt auch noch digital wird.
Was brauchen wir, um Daten benutzen zu können? Wie sieht das heute aus? Wenn wir sagen, wir möchten gerne eine datengetriebene, evidenzbasierte, wir haben es heute schon gehört, ich bin seit, glaube ich, 15 Jahren im Netzwerk EBM und ich würde mich freuen, wenn wir dorthin kämen, wenn wir diese Daten, die wir haben, überhaupt mal besser nutzen könnten. Als Unternehmen, als Regierung, als Gesellschaft. Vor allen Dingen, wenn wir es schaffen, die richtigen strategischen Fragestellungen zu entwickeln. Was wollen wir überhaupt wissen? Weil viele Daten, viel Antwort ist ja nicht die Lösung. Wir müssen überhaupt die richtigen Fragen stellen. Wir müssen dann überlegen, welche Daten haben wir nicht, welche brauchen wir zusätzlich, wo auch immer sie herkommen und ob wir sie bekommen. Und dann müssen wir überlegen, welche neue Möglichkeiten ergeben sich daraus. Können wir dadurch zum Beispiel seltene Erkrankungen besser diagnostizieren? Seltene Erkrankungen sind zwar selten, aber 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter seltenen Erkrankungen. Eine seltene Erkrankung definiert nach, statistisch sieht der Hausarzt sie einmal im Jahr. Und wenn jemand etwas einmal im Jahr sieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es sofort erkennt, eher klein. Es gibt auch andere Bereiche über Medikationssicherheit, auch über andere Dinge haben wir hier schon geredet, wo es eine Vielzahl von digitalen Anwendungsmöglichkeiten gäbe. Herr Grümmer hat zu Recht gesagt, überlassen Sie die Big Data nicht den Medizinern. Ich will auch sagen, überlassen Sie Big Data bitte nicht den IT-Lern. Ich bin nur ein kleiner Medizininformatiker, aber trotzdem möchte ich sagen, weil es sind noch 2, 3 Probleme, die etwas grundsätzlicher sind. Ich möchte 3 davon Ihnen hier nennen, weil wenn wir über Daten reden, müssen wir natürlich immer auch überlegen, wo kommen sie her. Dieses Bild ist vom letzten internationalen Evidence Medicine Symposium. Und was leider der Fall ist, dass 50% aller klinischen Forschungsdaten gar nicht publiziert werden. Sie wissen vielleicht, die Engländer haben ein Open Data Offensive gestartet, wo sie gesagt haben, nur Dinge, die früher registriert wurden, dass sie überhaupt untersucht werden, werden in Zukunft oft passiert. Werden in Zukunft auch publiziert. Warum ist das so wichtig? Weil es gibt ja Leute, die behaupten könnten, da werden ganz wichtige Daten fallen unter den Tisch. Dazu wird zwar möglicherweise Steuergeld für die Finanzierung dieser Studien ausgegeben, aber die Ergebnisse, weil sie dem einen oder anderen nicht gefallen, passen uns nicht. Was wir also brauchen aus meiner Sicht, ist noch viel stärker die Verbindung von Transparenz, wer forscht an was, und auch ein negatives Ergebnis überhaupt zu publizieren. Sonst haben wir nämlich schon bei der Entstehung von Daten einen riesen Bias. Ein zweiter Punkt, der existenziell ist, ist etwas, was der Professor Gigerenzer, Sie kennen ihn vielleicht, vom Harding-Institut sehr toll untersucht hat, nämlich die Tatsache, dass selbst wenn wir Daten haben, die allermeisten Doktoren und auch Patienten und auch Krankenkassen und auch andere Menschen Statistik gar nicht verstehen. Sie können mit diesen Daten nicht umgehen. Was er gemacht hat, sind wesentliche, aber höchst einfache statistische Dinge mal abgefragt. So etwas wie, was ist eigentlich absolutes oder relatives Risiko oder was ist eine 5 Jahre Überlebensrate? Und 96% wussten gar nicht, was das ist. Das heißt, wenn ich ganz tolle Daten habe, aber sie da nicht anwenden kann, und deswegen, Herr Minister Gröhe hat es ja gesagt, wir müssen uns auch überlegen, wie kriegen wir so ein digitales Empowerment hin, dass wenn wir diese Daten schon haben, damit sie überhaupt jemand versteht. Es gibt noch einen dritten Punkt, der dazugehört, wenn wir über Daten reden. Wer hat denn überhaupt Zugang zu Daten? Wenn ich mir für die nächsten Wahlen etwas wünschen würde und vielleicht sogar entscheiden würde können, würde ich mir wünschen, dass wir wie in Norwegen, es ist das einzige Land meines Wissens auf der Welt, Zugang zu Primärdaten erlauben. Norwegen hat eine Flatrate für medizinische Journals eingerichtet. Weil wenn Sie jetzt etwas interessiert und eine Studie lesen wollen, Sie kommen da ja gar nicht ran. Sie müssen die entweder einzeln kaufen oder einen anderen komplizierten Prozess wegen. Und Norwegen hat gesagt, wir machen das anders. Wir haben ein Institut, eine Website, das sind für alle Norweger und Norwegerinnen die Daten, Primärdaten zur Verfügung gestellt. Und das sind die wichtigsten Journals. Und wenn jemand sagt, ich brauche noch ein Spezialjournal, bekommt er das auch. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Zugänge. Das trifft für uns als versicherte Bürger, Wähler, manchmal auch Patienten zu, aber das trifft auch für Ärzte zu, die auch nicht immer Zugänge zu Primärdaten haben. Jetzt aber zu dem Thema Digital Health. Ich glaube, was wir brauchen, sind Digital Health Labs.
Digital Health Labore. Und ich möchte Ihnen kurz erklären, warum ich das für so extrem wichtig finde. Wenn Sie heute ein Medikament in den Markt bringen wollen, dann wissen Sie ziemlich genau, was Sie tun sollen. Sie müssen verschiedene Forschungsdaten entwickeln, manchmal erst den Tierversuch, dann gibt es die Phase 1, Phase 3, Phase 2, Phase 3 an Gesunden, an Kranken und Sie wissen, wie lange das dauert und Sie wissen auch, wie viel das kostet und dann kriegen Sie, wenn es funktioniert, ein Medikament in den Markt. Wenn Sie ein Medizinprodukt in den Markt bringen wollen, wissen Sie das auch. Es gibt eine schöne Grafik, es gibt verschiedene Klassifikationen und andere Dinge mehr. Aber wenn Sie Dinge entwickeln, wie wir es gerade machen und andere auch, gibt es diesen Weg für Market Access nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Oder noch mal eins davor. Wir brauchen eine Art Laboratorium, wo wir bestimmte Dinge einfach mal ausprobieren können unter geschützten Rahmenbedingungen. Genau das haben wir nicht. Was passiert daher? Viele Dinge werden, ich sage jetzt mal, im Freiversuch getestet, weil es nicht anders geht, weil es keine geschützten Rahmen gibt. Ich möchte mal ein paar Punkte nennen, die wir klären müssen da drin. Natürlich das Thema Datenschutz, das Thema Datenspende, das Thema Datenlöschung, das Thema Sparsamkeit und andere Dinge von Daten. Wie gehen wir damit überhaupt um? Was für Möglichkeiten und Chancen ergeben sich denn, wenn man es mal ausprobieren kann? Wie, und das können wir, haben wir hier, wir bauen gerade eine digitale Stottertherapie zusammen mit dem größten deutschen Stottertherapiezentrum. Und dann stellt sich die Frage, was wir da bauen, was ist das eigentlich? Ist das ein Arzneimittel? Nee. Ist das ein Heilmittel? Nee. Ist das ein Hilfsmittel? Auch nicht so richtig. Ja, was ist das denn eigentlich? Das heißt, wieder da ist der Zugang zum Markt, zu Innovationen, nur teilweise vorausgedacht, inklusive, dass man natürlich darüber nachdenken muss, wie ist denn das MPG, das Medizinproduktgesetz, anzuwenden? Auch da gibt es Big Data, Big Grauzone, leider im Moment, und ich finde es toll, dass wir hier darüber reden können, wir müssen hier irgendwie Klarheit schaffen, weil wenn drinsteht im Medizinprodukt maßgeblich entscheidungsunterstützend, klingt das zwar für Juristen toll und ist auch sehr abstrakt schön formuliert, aber es gibt Startups, die sagen, naja, wenn ich einen Fehler habe, dann ist das wie ein Druckfehler im Buch, Pech. Oder andere sagen, nein, das ist ja ein Medizinprodukt, weil es maßgeblich entscheidungsunterstützend ist. Und da gibt es wiederum auch eine Grauzone. Letzter Punkt, Euro. Auch darüber müssen wir reden. Ich glaube, das ist auch ein Beispiel. Es gab eine wirklich großartige Ausschreibung letztes Jahr zum Thema digitale Therapien. Fantastisch. Ich habe gedacht, wer hat die geschrieben? Sehr intelligent. Viele, viele, die ich kannte, haben gesagt, da machen wir mit. Was passiert dann? Keiner, den ich kannte, hat mitgemacht. Und woran lag das? Es lag schlicht und einfach daran, dass von Antragstellung bis zum ersten Euro über anderthalb Jahre vergangen werden. Und das ist einfach ein Zeitraum, der ist für Digital Health zu lange. Weil entweder Sie haben eine gute Idee, dann machen Sie das, aber dann wollen Sie nicht anderthalb Jahre warten. Dann ist der Markt entweder weg oder er kommt nie. Und da müssen wir versuchen, wie kriegen wir Förder- und Forderinstrumente hin, die einfach schneller sind, die vielleicht damit auch ein gewisses Risiko mit sich tragen, das will ich gar nicht vermeiden. Und mir ist klar, dass es um unser aller Steuermittel geht und damit auch eine gewisse Sensibilität hat, aber darüber bekommen wir bestimmte Dinge nicht in der Geschwindigkeit in den Weg. Letzter Punkt ist das hier. Das ist die Lösung für alles. Herr Kauder, aus Schwaben ist jetzt leider nicht mehr da, aber wenn im Schwabeländle jemand sein Geld in seinen Socken stopft und unterm Baum vergräbt, dann darf der das. Das ist gut so. Der spart sein Geld im alten Socken. Wenn der Herr Minister sagt, ich mache Online-Banking, darf er das auch, aber bestimmte Dinge, sagt er, mache ich dann doch lieber nicht online. Und wenn ich sagen würde, ich mache jetzt, und das gibt es mit Number 26, ein Konto auf und mache meine gesamte Verwaltung finanzieller Art hier von meinem Handy, darf ich das auch? Was möchte ich sagen? Wir brauchen digitale Wahlmöglichkeiten. Wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft, die in allen Bereichen Multi-Optionen zulässt, außer im Bereich Digital Health. Sie dürfen anziehen, essen, Löcher sich reinstecken, wohin Sie wollen, aber einen digitalen Pass darf ich nur dann nehmen, wenn alle dafür sind. Ich glaube, das größte Dilemma von Digital Health in Deutschland ist dieser Zwang zum 100%.
In der Studie, die ich jetzt hier im Vorfeld nochmal gelesen habe, sagen 75% der deutschen Bürger und Bürgerinnen, sie würden so einen elektronischen Pass nutzen. 75%! Es gibt Parteien, die würden sich über 75% Zustimmung durchaus freuen. Aber was wir tun, wir reden nur über 25%. Und da gibt es den letzten Mohikaner, der nie seine Daten, sondern immer seine Daten in dem Socken aufheben möchte. Und da glaube ich, wir brauchen mehr Wahlmöglichkeiten, digitale Wahlmöglichkeiten. Und wir brauchen auch, um das noch vorwegzunehmen, ein bisschen noch einen granulareren Begriff von Daten. Wir reden immer über Datenschutz. Ich glaube, Daten sind ja nicht Daten. Die Engländer machen uns das ganz gut vor. Die Engländer sprechen zwischen roten, gelben und grünen Daten. Rote Daten sind die ganz persönliche Art, die sie identifizieren, die sie erkennen lassen. Gelbe Daten sind wahrscheinlich so etwas wie pseudonymisierte Daten, so könnte man das nennen, die nur mit sehr, sehr viel Aufwand sie wieder erkennen lassen. Und grüne Daten sind, wo sie als Allgemeinheit zwar in einen statistischen Pott hineinfallen, aber nicht wieder erkannt werden können. Das heißt, wir brauchen auch, was das angeht, eine andere Option, inklusive, dass ich glaube, Menschen zum Teil auch Risiken wieder in so einer Multioptionsgesellschaft selber einschätzen können, auch in diesem Bereich. Nicht jeder, nicht wir, nicht alle Institutionen müssen auch im Bereich Digital Health für alle jedes Risiko vordenken und dann entscheiden, du darfst oder darfst nicht. Letzter Satz, auch wenn vielleicht der eine oder andere, der weit entfernt ist, ich sage immer, die 68er sind doch jetzt schon im Altenheim. Und die wollten damals die Welt aus den Angeln heben, aber was man ihnen nicht erlaubt, ist ein Zugang auf ihre digitalen Gesundheitsdaten. Wieso lassen wir das nicht zu? Ich glaube, alle, die hier sitzen, sind durchaus in der Lage, abzuwägen, ob man bestimmte Daten nutzen möchte oder nicht, oder, ganz wichtig, Opt-in und Opt-out auch zulässt. Alle internationalen Studien sagen, weil man Opt-in oder Opt-out zulässt, bewegen wir uns meistens im einstelligen Bereich von Leuten, die nicht mitmachen wollen. Das ist auch richtig, das ist auch gut, aber viele, viele wollen mitmachen und ich hoffe, dass wir gemeinsam auf einem guten Weg sind, hier auch praktikable Lösungen zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Langhafel. Vielen Dank allen Podiumsteilnehmern für Ihre präzisen und auch zeitlich im Rahmen befindlichen Darstellungen. Dass wir nochmal eine Socke sehen würden, wenn es um Digitalisierung geht, das fand ich jetzt schon fast philosophisch und ich bin jetzt auch gespannt mit Blick auf die Diskussion. Am Anfang der Legislatur war es so, da hatten wir die elektronische Gesundheitskarte und die Telematikinfrastruktur. Das waren die zwei Begrifflichkeiten, die mir der Jens Spahn damals zugeworfen hat als zuständige Berichterstatterin. Ich konnte damit relativ wenig anfangen. Mittlerweile können wir auch in Schwaben alle das Wort E-Health einigermaßen unfallfrei aussprechen. Digitalisierung umfasst in allererster Linie oder stellt in allererster Linie den Patienten in den Mittelpunkt. Es ist eine einmalige Gelegenheit, hat Professor Krömer gesagt, so sehe ich das auch. Es geht hier um Patient Empowerment, also den Patienten, den selbstbestimmten Patienten als Leitbild zu haben. Dabei fallen im Gesundheitswesen eine ganze Menge Daten an, schon jetzt. Alle von uns umgibt sowas wie eine riesige Datenwolke, Big Data, da kommen wir dann schnell auch zum Thema Versorgungsforschung. Und drittens, wenn wir uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, hat das ganz viel auch mit dem Thema Datenschutz und Datensicherheit zu tun. Und genau entlang dieser drei Aspekte, der Nutzen für die Patienten, aber auch für die Ärzte und alle, die im Gesundheitswesen beteiligt sind, am Thema Big Data und Datensicherheit möchte ich gerne jetzt die Podiumsdiskussion führen. Die erste Frage an Minister Kröhe. Minister Kröhe, Sie haben eben erwähnt, dass Sie eine elektronische Gesundheitskarte haben. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie sich schon auf die elektronische Patientenakte freuen. Und zweitens haben Sie aber auch schon angedeutet, auf dem Weg dahin hakt es gerade ein bisschen. Wenn Sie ein paar Ausführungen dazu machen könnten, wie es in den Testregionen gerade aussieht und was wir da tun müssen. Also erstens, ich freue mich auf die Möglichkeit der elektronischen
Patientenakte. Ja, ich freue mich auf die Möglichkeit des Patientenfachs, das genau im Sinne dessen, was wir zuletzt gehört haben, so ein Optionskorb ist. Ich habe das ja am Beispiel deutlich gemacht. All das, was heute an verschiedenen Ecken gesammelt wird, ob das die U-Untersuchung von Kindern, ob das Patienten, ob das Impfstatus ist oder anderes mehr. Also selber Herr dessen zu sein, was ich in einer besonderen Weise speichere und damit selber darüber auch verfüge, wie ich es in besonderer Weise weitergeben kann. Jetzt muss ich gestehen, weil ich sonst schnell trübsinnig werde, jetzt nur nachzuschreiben, warum es sozusagen in den letzten Jahren mit wechselseitigen Schuldzuweisungen wir nicht da angekommen sind, wo wir angekommen sind. Das Problem ist sicher auch, wenn man in einem Prozess, der sich dann verzögert, natürlich auch weiter technischen Fortschritt erzielt, dann haben Sie sehr schnell die Ei-Henne-Frage, nicht? Dann sagen die anderen, ihr seid es jeweils gewesen, denn wenn ihr schneller gewesen wäre, dann wäre ich ja gar nicht in der Erfordernis, jetzt wieder Geräte auszutauschen, weil sich Dinge weiterentwickelt haben. Insofern musste eben genau dieser Kreislauf durchbrochen werden. Und ich glaube, man muss eins einräumen, und ich teile uneingeschränkt, was Andrea Vossoff gesagt hat. Das kann, wenn wir es gemeinsam zu einer Erfolgsgeschichte machen, ein herausragendes Projekt werden. Es ist dann eines der größten IT-Projekte weltweit. Und es ist eben nicht nur in der Frage, wer wird wann angeschlossen, wie wird was gesichert, ein sozusagen Projekt für die Selbstverwaltung, ist auch eine Riesenherausforderung für die Industrie selber. Sage ich mal so offen, solange Selbstverwaltung sich zum Teil selber blockiert hat, konnte dann auch mancher sagen, wenn ihr schneller wärt, wären wir ja auch viel schneller. Jetzt als wir sozusagen mal in das Timing Mechanismen eingebaut haben, muss auch eben jeder sozusagen beichten, woran es hakt. Und das ist ein Prozess, den man dann tunlichst nicht ununterbrochen öffentlich macht, aber der dazu geführt hat, dass es die öffentlichen Schuldzuweisungen zurückgegangen sind. Wir brauchen jetzt gerade so schnell wie möglich eine Infrastruktur, auf die dann, ich greife die Idee von Herrn Professor Krömer, verpflichtende Patientenakte in der stationären Behandlung auf. All diese Dinge setzen voraus, dass nachgewiesen wurde, die Infrastruktur funktioniert, die Verschlüsselung, das Schlüsselprinzip funktioniert. In dem Maße, wo diese, das ist meine Überzeugung, wo diese Infrastruktur da ist, beginnt auch der Wettlauf sozusagen, neue Gefährte auf dieser Autobahn zu setzen. Und wir haben jetzt eben sowohl bei den Konnektoren als auch bei den Kartelesern, es gibt also technische Herausforderungen und die haben zu erheblichen Verzögerungen geführt, aber das ehrgeizige Ziel in beiden Industriekonsortien ist, in diesem Jahr entsprechendes zu starten. Ja, eben wurde es gerade erwähnt, Stichwort elektronische Patientenakte. Herr Professor Krömer, Sie erwähnten ja, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, wäre es diese stärkere Verankerung der elektronischen Patientenakte. Könnten Sie dazu noch ein paar Ausführungen machen? Klar, das mache ich gern. Man wird ja kurz damit anfangen, die Ist-Situation sich anzusehen. Und in der stationären Versorgung, das kann ich für die Universitätsmedizin sagen, ist Deutschland im Elektronikbereich nicht wettbewerbsfähig. Ich sage Ihnen ein praktisches Beispiel. Wenn Sie aus meiner Institution kommen und vermutlich sehr gut behandelt worden sind, haben Sie günstigstenfalls einen Arztbrief in Ihrer Jackettasche. Ja, das ist etwa vergleichbar, als wenn Sie mit einer Postkutsche von Göttingen nach Berlin fahren würden. Die Daten sind nicht digital vorhanden. Das ist komplett unakzeptabel. Jetzt können Sie sich fragen, warum das so ist. Die Beteiligten im deutschen Gesundheitssystem verhalten sich in aller Regel sehr logisch. Und wenn Sie mal fragen, wer hat eigentlich Interesse daran, dass diese Daten ausgetauscht werden können. Ist das außerhalb der Patienten und jetzt auch außerhalb der Politik, das muss man ganz eindeutig anerkennen, außerordentlich limitiert. Überlegen Sie sich mal, wer ein aktives Interesse an einem Datenaustausch hat. Und wenn Sie dem nachgehen, kommen Sie auf eine überschaubare Anzahl Interessenten. Deswegen bin ich der Überzeugung, wenn der Staat in einem Bereich, wo er eine unmittelbare Zugriffsmöglichkeit hat, und das ist die stationäre Krankenversorgung, das können wir uns von den USA abgucken, innerhalb eines definierten Zeitraums vorschreibt, dass es eine interoperable, das heißt deutschlandweit austauschbare elektronische Patientenakte gibt und einen solchen Ansatz gesetzlich fixiert und mit einem Anreiz- und Sanktionsmechanismus verbindet, hätten wir innerhalb von 2-3 Jahren, wenn Sie das eben nicht über Telematik, sondern über die individuellen Klinikverwaltungen verpflichtend machen, hätten wir relativ schnell eine elektronische Patientenakte in der stationären Versorgung. Aus meiner Sicht würde das dazu führen, dass Sie so ein digitales Domino bekommen, weil an einer Stelle in unserem System flächendeckend digitalisiert würde,
die Datenschutzgeschichte können wir gerne besprechen, halte ich für genauso wichtig, wie Frau Vosshoff das dargestellt hat. Aber Sie hätten einen Einstieg in das System, der uns zugänglich ist. Und Sie haben es ja weitestgehend gemacht. Sie haben in Ihrem E-Health-Gesetz, haben Sie die Akte drin? Sie haben diese kleine Seitenbox schon drin, in die man alles Mögliche reintut. Das Einzige, was wir, glaube ich, noch nicht haben, ist ein verpflichtendes System mit Anreiz- und Strafsystem. Und ich meine, das sehen Sie ja an dem Punkt Ihrer Medikation, wo Sie das jetzt eingeführt haben, wie schnell sich das ganze System anfängt zu bewegen. Und letzte Bemerkung, die Medikation ist ja ein Ausfluss der ganzen Diagnostik. Das heißt, alles das, was vorher ist, darauf baut ja im Prinzip die Medikationsakte auf. Das heißt, es würde enorm viel Sinn machen, wenn Sie auch den Schritt davor konsequent digitalisieren würden. Darf ich zur Universitätsmedizin nur eine Randbemerkung machen, um auf ein weiteres Problem neben Interessenlagen herzuweisen? Also das erste europäische papierlose Krankenhaus war das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Das zweite war dann Barcelona. Ich sage dann gelegentlich gerne, es ist das erste Mal, dass Hamburg-Barcelona schlägt. Aber das Problem ist, das ist mit erheblichem Geld des Bundes gefördert worden. Aber das, was man dort übt, macht natürlich nur Schule, wenn anderswo dann auch entsprechende Investitionsmittel zur Verfügung stehen. Und deswegen ist das schon auch eine Entscheidung, ob dann die entsprechende Investitionsentscheidungen zu tun haben, auch das, was man in Hamburg gelernt hat. Und wenn Sie sich nur das Thema Medikation mit der vollautomatisierten Krankenhausapotheke oder anderes mehr dort ansehen, ist das inzwischen Studien erhärtet, welchen gewaltigen Beitrag zur Therapiesicherheit es geleistet kann, leistet wird. Dieses vom Bund geförderte, mit dem Ziel, hier lernen wir etwas für andere, hat seine Tauglichkeit bewiesen. Wenn man übrigens die Geschichte nachliest, ich habe vor einiger Zeit noch mal den damaligen Universitätsklinikchef, der jetzt etwas anderes macht, getroffen. Aber der hat das erfolgreich zu Ende geführt, um das jetzt drauf zu legen. Das waren Geschichten im Hamburger Abendblatt und anderswo, die würde man in den letzten Jahren vor allem bei der Philharmonie gefunden haben. Also so zweimal im Quartal wurde da jetzt aber ultimativ der Rücktritt von einem völlig skandalösen Projekt, das niemals funktionieren kann. Jetzt sind alle wahnsinnig happy, dass es das einmal gibt. Aber es ist eben nicht zum Modell in ausreichender Weise geworden. Und das hängt mehr an Investitionsentscheidungen als etwa an Interessengegensätzen in Universitätskliniken. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Tolles Modell in Hamburg. Die deutsche Firma, die dieses Produkt hergestellt hat, hat sich aus Gründen der Tatsache, dass es nicht attraktiv war, in Deutschland zurückgezogen. Das heißt, Hamburg muss aus diesem Modell jetzt wieder aussteigen. Obwohl das so sensationell erfolgreich war, wird eben dieses Produkt nicht weitergeführt. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, deine Wirtschaftlichkeit zu erzeugen in diesem ganzen Bereich. Ich greife gerade mal das Stichwort Wirtschaftlichkeit auf. Herr Dr. Langhafel. Mit Blick auf den internationalen Vergleich stellt man schon fest, dass wir in Deutschland mit Blick auf das nationale Gesundheitswesen nicht so stark digitalisiert sind im Sinne von Vernetzung. Eben wurde es ja gerade gezeigt, wie so ein Papierschreibtisch aussieht oder dass wir uns noch Arztbriefe zuschicken beispielsweise. Woran liegt es aus, ohne zu weit jetzt in die Vergangenheit gehen zu wollen, woran liegt es und wie, aber die spannendere Frage, bekommen wir eigentlich schneller Innovationen in das System, dass sich das dann auch lohnt, so wie Sie es eben beschrieben haben mit Blick auf Eppendorf? Ja, es ist so, dass Deutschland da mit Sicherheit im besten Fall im hinteren Drittel, da gibt es ja auch Studien, die sich sowas anschauen, im besten Fall im hinteren Drittel sich bewegt. Was Innovationen angeht, gibt es ja zwei Dinge. Innovation heißt ja Invention plus Diffusion. Also sozusagen, es muss irgendwas neu sein und es muss dann auch ins System hineinbekommen. Und neue Dinge, glaube ich, entwickeln wir eine ganze Menge, aber wir haben unglaublich Schwierigkeiten, Telemedizin ein Schlagwort oder auch jetzt Digital Health, es wirklich in die Breite zu bekommen. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel, was auch Herr Krömer gesagt hat, mit Incentivierung zu tun hat. Mein Lieblingsbeispiel ist die ambulant-stationäre Versorgung. Wenn ich jemandem international erzählt habe oder versucht habe zu erklären, wie funktioniert das deutsche Gesundheitssystem und wie ist es aufgebaut in seinen Strukturen, dann habe ich immer gesagt, naja, das ist so, dass Sie dürfen, Deutschland ist das einzige Gesundheitssystem, wo man alles machen darf, bloß nicht schlafen. Weil, wenn Sie stationär sind, dürfen Sie schlafen. Wenn Sie ambulant sind, dürfen Sie nicht schlafen. Das heißt, anhand des Schlafs wird das Gesundheitssystem konzipiert. Es ist ja so, ambulante Medizin heißt, statt ambulant sein, heißt EBM, heißt KV, heißt morgens rein, morgens raus. Sonst
stationär. Ich war in der Charité für Unternehmensentwicklung zuständig, habe das MVZ-Businessplan geschrieben, ich habe mich mit IV-Verträgen rumgeschlagen. Immer dann, wenn es etwas gab, was sozusagen Anteile von ambulant und stationär verschiebt, machen sie sich wahlweise auf der einen oder auf der anderen Seite keine Freunde. Und ich weiß, dass das ein unheimlich dickes Brett ist in unserem Land, aber wenn Sie sich Länder anschauen, wo digitale Versorgung gut funktioniert, dann ist es immer dort, wo die Tatsache, wo jemand schläft, keine so eine große Rolle spielt. Schauen Sie sich zum Beispiel Schweden an. Schweden hat in der bekannten Uniklinik dort, haben, ich sage jetzt mal, 70-80% mehr ambulante Patienten als die Charité. Weil die Tatsache, dass sie einfach so ein Durchlauf sind und die Prozesse anders organisieren, auch über IT, besser organisiert ist. Und die große Frage wird sein, weil Sie fragen, wie kriegen wir Innovationen hinein, schaffen wir es, Stichwort zum Beispiel so etwas wie Komplex-DRGs oder EBM nochmal neu, also der einheitliche Bewertungsmaßstab zu diskutieren, schaffen wir das, ökonomische Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine sozusagen Vernetzung notwendig machen. Wenn wir das Gegenteil versuchen, wir machen sozusagen zwei Blöcke, die von sich aus organisatorisch, finanziell total getrennt sind, wenn wir die versuchen zu digitalisieren, wird es schwer, weil es nicht wirklich den Interessen entspricht, wie auch Herr Krömer gesagt hat, von allen Beteiligten sich wirklich zu verzahnen. Stelle ich mal die Frage einfach, wie bekommen wir denn mehr Telemedizin ins System? Viele der hier Anwesenden haben ja auch Wahlkreise in ländlichen Bereichen. Wir machen ja diese Digitalisierung nicht, weil es irgendwie schick ist, sondern weil wir uns damit auch einen Versorgungsplus erhoffen. Wer würde sich denn zuständig fühlen für diese Frage, wie bekommen wir mehr Telemedizin dort rein? Dann weise ich das mal zu. Dann übergebe ich die Frage an Herrn Kröge. Ja, ich will jetzt nicht als Einziger. Also erstens, wir kriegen sie nur dann rein, wenn wir aus den vielen Insellagen, es gibt weit über 200 eindrucksvolle Projekte, die Sie in Deutschland beobachten können. Und viele haben mit dem Stadt-Land-Verhältnis zu tun. Wenn ich im Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn bin, wird dort nicht nur Templin und andere kleinen Krankenhäuser. In der Uckermark wird dort die neurologische Expertise zur Verfügung gestellt, sondern da gibt es eine Verbindung zu den Seenotrettungskreuzern auf der Ostsee und anderes mehr. Das Stichwort ist hier, damit wir auch mehr Wettbewerb hinkriegen, Interoperabilität. Und im Augenblick, das war natürlich auch ein Stück, insofern gibt es Interessenlagen nicht nur zwischen Sektoren, sondern auch bei Industrieanbietern. Natürlich gab es auch die Neigung, qua Kundenbindung sozusagen zu organisieren, dass es diese Interoperabilität nicht in ausreichender Weise gab. Inzwischen gibt es durchaus auch kluge Unternehmer, die sagen, das ist nicht in unserem Sinne. Wir haben ein Interesse an offenen Schnittstellen, aber man muss das erzwingen. Und wir gehen mit dem Weg im E-Health-Gesetz, Interoperabilitätsverzeichnis und anders mehr genau einen solchen Weg, dass wir davon mehr bekommen. Wir fördern im Bereich des Innovationsfonds genau das, was angemahnt wurde, sektorübergreifende Versorgung. Jetzt muss man eins natürlich sagen, wir würden nicht die Gesetzgebung machen, wenn wir nicht überzeugt wären, Deutschland war zu langsam in den letzten Jahren. Wir machen sie, um endlich mehr Tempo zu machen. Ein Stück Wahrheit ist aber auch, dass natürlich Gesundheitssysteme, die gut sind, ein relativ hohes Maß an Zufriedenheit haben, sehr angstvoll erst einmal auf Veränderungen schauen. Während Sie im Baltikum und anderswo, wo Sie sagen, wir machen jetzt den Sprung, wir wollen gar nicht mehr ins Festnetzzeitalter, sondern wir machen direkt den nächsten Sprung, häufig sehr viel mutiger sind. Oder wenn Sie die ganze Frage, wie verzahnen wir Leistungserbringer, also der norwegische Kollege vor Ihnen wurde ja mal ein gutes Beispiel von Norwegen genannt, der norwegische Kollege sagte mir, Sie hätten jetzt überlegt, ob Sie die Freiheit der Arztwahl einführten, hätten das dann doch eher verworfen. Also Sie können natürlich kooperative Prozesse zwischen Sektoren anders organisieren, wenn Sie ein solch hohes Gut, das ich nicht antasten möchte, um das mal ausdrücklich zu sagen, wenn Sie das entweder gar nicht haben oder zur Disposition stellen. Insofern müssen wir auch da manche Systeme, wir haben eine Facharztversorgung eben nicht alleine in der Klinik, wie wir das, Stichwort spezialisierte fachärztliche Versorgung, alles für Feinschmecker, wo wir dann gemeinsame Vergütung haben und wie interessengeleitet es ist und wie schwer das ist, sowas auszurollen, sei gesagt. Ich glaube, die Stichworte sind in erster Linie Interoperabilität, Zwang, die System und dann natürlich die Überzeugung, dass wenn wir eine Infrastruktur wie die Telematik haben,
sie auch weitere Angebote dann nach sich zieht. Und wir haben ja beim der Entlassbrief ist erwähnt worden und anderes mehr auch mit Incentives im Gesetz gearbeitet. Insofern gehört auch finanzielle Incentives und Strafmechanismen, die im Gesetz vorgesehen sind, auch dazu da, diesen Instrumenten, diesen Angeboten Beine zu machen. Herr Professor Krömer, Sie wollen was ergänzen dazu? Ganz kurz dazu noch was sagen. Die Telemedizin zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie dieses uralte Prinzip, dass Arzt und Patient an einer Stelle gemeinsam sind, aufgehoben hat. Ich war sehr lange an der Unimedizin in Greifswald, wo wir die ländlichen Räume drumherum radiologisch versorgt haben. Jetzt wird das ja nochmal massiv verschärft mit der E-Health-Geschichte von heute. Heute ist das ja nicht mehr der 30 Kilometer entfernte Pathologe oder Radiologe, der da drauf guckt, sondern jemand, der potenziell in einem ganz anderen Land sitzt, wo sich diese ganzen Fragen, erstatte ich das, kann ich das überhaupt regulieren, will ich das regulieren, nochmal ganz anders stellen. Also eigentlich kommt in diese ganze in die ganze Telemedizin-Problematik, die Sie genannt haben, eine völlig neue Dynamik über das E-Health rein. Ja, noch eine neue Dynamik haben wir im Bereich der Apps. Manche fühlen sich ja schon gesünder, wenn sie nur so ein Ding ums Handgelenk legen und vielleicht 3 Schritte mehr laufen. Da gibt es oftmals wird bezweifelt, ob es wirklich überhaupt einen Nutzen hat. Wie sieht es denn aus, Herr Dr. Albrecht? Sie haben ja jetzt diese schöne Charisma-Studie. Ich darf es vielleicht mal hochhalten. Da ist ein Bild drauf. Ich habe das noch gar nicht interpretieren können für mich. Vielleicht können Sie das erklären, von einer Herzdame, die dann etwas durchleuchtet aussieht auf der anderen Seite. Vielleicht nach dem Motto, ob man das so wissen möchte, wie die Herzdame aussieht genauer. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Vielleicht können Sie das noch mal erklären, was da die Gefahr von Gesundheits-Apps sein könnte. Ja, was ist denn nutzbringend für einen Patienten? Vielleicht gibt es auch ein schönes Beispiel, oder wo Sie sagen, das ist positiv, und wo sagen Sie, davor warnen wir eindrücklich, und wo sehen Sie Regulationsbedarf von unserer Seite? Zunächst einmal vielen Dank. Es freut mich natürlich schon sehr, dass die erste Seite, das Titelbild, schon Interesse weckt und zur Diskussion aufruft. Vielleicht nur ganz kurz dazu, es soll jetzt hier nicht zum künstlerischen Seminar werden, aber sicherlich haben Sie da ein Smartphone mit einer Spielkarte, mit einer Herzdame oben im oberen Teil, und im unteren sehen Sie, dass das mehr einem Röntgenbild gleicht. Und können Sie hier frei assoziieren, M-Health, ist das ein Spiel? Wenn ja, wie gehe ich denn damit um? Die Herzdame gesund und unten dann vielleicht gesund und durchleuchtet, gibt sie vielleicht etwas mehr Preis, als sie muss? Das soll eben genau das bewirken. Zum Nutzen. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, es ist schwierig, diese Beurteilung vorzunehmen, weil es einfach zu wenig gut gemachte Studien gibt. Die Ansätze, wie wir es aus dem Telemedizinbereich auch kennen, sind auch sehr breit. Die Vergleichbarkeit von erfolgreichen Telemedizinprojekten und Produkten ist deshalb schwierig, weil jeder seinen anderen Ansatz da fährt und eine Vergleichbarkeit eben so schwierig gegeben wird. Die Projektlaufzeiten sind recht kurz in der Regel, sodass eventuell Langzeiteffekte gar nicht gesehen werden können, weil das Projekt vorher aufgrund eines Mangels an Finanzen einstürzt und nicht weiter fortbetrieben werden kann. Also insofern ist das schon eine sehr schwierige Frage. Zu den Apps, Sie haben es angeführt, jemand, der die Uhr schon um sein Handgelenk hat, der fühlt sich unter Umständen schon besser. Ja, es wäre ja schon mal gar nicht schlecht, wenn das schon mal ein Effekt wäre. Vielleicht ist die Technologie auch dazu da, eben Menschen über dieses Hilfsmittel mehr für ihre Gesundheit zu interessieren. Das klingt trivial, ist aber eigentlich der erste Schritt, sich dann auch zu fragen, was ist denn mit mir im Allgemeinen und jetzt dann im Speziellen, wie geht's mir und kann ich das ändern? Und auch der Fokus kann sich natürlich ändern. Wenn ich jetzt eine Applikation nutze mit so einem Fitnessarmband und sage, ja, ich bin jetzt Sportler und möchte jetzt vorwärts kommen, oder jemand anders sagt, ich bin jetzt leider etwas dick und möchte da auch was tun und das abwägen, und außerdem für meine Gelenke ist es auch besser, wenn ich Rad fahre. Es spielt ja vollkommen keine Rolle, wie das dann jetzt funktioniert, wenn da jetzt schon mal was in Bewegung wäre. Insofern Applikationen, die es schaffen, die Menschen für ihre Gesundheit zu interessieren oder in ihrem Bestreben, sich mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen, unterstützen, sind jetzt in dem Moment zielführend, da sie schlichtweg auch ein geringeres Risiko mit sich tragen. Das heißt, die Barriere ist zu nutzen, ist recht gering, das Risiko ist recht gering, da Anwendungen dann zu betreiben. Und es gibt Möglichkeiten hier,
zu informieren über diese Applikationen. Wir hatten auch schon Beispiele, in denen dann so Fitnessprofile dargestellt werden. Auch das kann mich dann natürlich anhalten. Wenn Sie es ein bisschen medizinischer haben wollen und in die Unterstützung gehen wollen, grundsätzlich vielleicht etwas, was mir Komfort verspricht, das nutze ich natürlich auch recht gern. Etwas, was mich an unliebsame Sachen erinnert, das lege ich dann eher weg. Jetzt haben Sie Applikationen hier, die in Form eines Kalenders oder eines Erinnerers für Medikamente fungiert. Das kann im ersten Moment sehr attraktiv sein, wenn Sie jetzt eine Batterie an Medikamenten haben, die Sie zu bestimmten Zeiten dann einnehmen müssen. Und dann habe ich jemanden, der mich daran erinnert, das ist vielleicht ganz toll. Aber es wird dann irgendwann auch lästig unter Umständen, wenn mein Charakter mir das eben halt sagt, meine Psyche da mitspielt. Und eben das Problem auftaucht, dass ich jetzt regelmäßig durch einen netten Klingelton daran erinnert werde, dass ich krank bin und meine Tabletten nehmen muss. mHealth lebt vom Mitmachen und von der Einstellung. Wenn ich etwas ändern möchte, kann ich diese Technologie anwenden, dass sie mich eben in meinem Grundbestreben unterstützt. Aber die Technik wird es wohl kaum schaffen, mich, wenn ich so keine Lust habe und lieber fernsehen möchte, dazu zu bewegen, dass ich jetzt nach draußen gehe und anfange zu joggen, in den seltensten Fällen mit Nachhaltigkeit. Wir werden sehen, inwiefern die Technologie voranschreitet und es tatsächlich ermöglicht, Applikationen und Geräte zu entwickeln, die zum Screening vielleicht geeignet wären. Das wäre ja dann schon die Grenze, die dann überschritten würde von der reinen Information, dann zu einem, nicht nur informieren, sondern auch durchscreenen zu bestimmten Erkrankungen. Das wäre natürlich auch schon sinnvoll, hier dann aktiv werden zu können. Danach kommt ja schon die richtige Diagnostik und Therapie. Hier ist die Anforderung an die Applikationen und die Geräte natürlich höher, wir hatten das gehört. Und hier sollte dann auch eine Regulation risikoabhängig dann erfolgen. Welche Applikation wird diejenige sein, die dann erfolgreich ist? Ich wollte es gerade vermeiden, Killer-Applikationen zu nennen. Das ist ja so in dem Bereich, die normalerweise im Softwarebereich, die es nun jetzt geschafft hat. Aber wir müssen es gerade vermeiden, dass eine Applikation zum Killer wird. Und hier ist es gut, eine Verantwortlichkeit dann zu erwecken oder noch zu verstärken, noch zu erklären bei Entwicklern, die sich eben dieser Thematik wenden. Aber auch hierzu hatten wir im Vorfeld schon was gehört. Ja, vielen Dank dafür. Das wird vielleicht auch ein Thema sein für später für die Diskussion. Ich möchte noch eine Frage stellen an Frau Vosshoff und dann auch die Diskussion öffnen. Das Thema Medizinprodukte und Apps, hier gibt es ja auch viele schöne Lösungen schon für chronisch kranke Patienten, zum Beispiel im Bereich Diabetes. Frau Vosshoff, ich empfinde das auch so, dass der Datenschutz gerade in Deutschland nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein wird. Gerade wenn wir jetzt diskutiert haben im IT-Sicherheit, im Krankenhausbereich, aber auch mit Blick auf Apps, die Leute wissen gar nicht, wofür sie die Daten jetzt da freischalten. Da ist es schon gut, da ein bisschen genauer drauf zu gucken. Umgekehrt ist es so, dass wir ja richtige Datensammlungen vornehmen, beispielsweise bei den Krankenkassen. Extrem viele Daten. Krankenkassen dürfen aber nur einen Hinweis darauf geben, dass was in der Behandlung schiefläuft, wenn sie in einem sogenannten Disease-Management-Programm drin sind. Wenn sie beispielsweise Diabetes-Patienten drin sind, dann darf der Hinweis an den Arzt oder auch an den Versicherten geschehen, da könnte etwas optimiert werden. Für mich so ein bisschen die Frage, wie kann man die Daten, die dort lagern, wo wir ja auch eine Verantwortung dafür haben, dass man Informationen bekommt, da läuft was schief, wie können wir da rankommen, was könnte man da tun? Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, der mich auch oft umtreibt, der Bereich Register, Krebsregister. Krebsregister werden nicht im nationalen Rahmen geführt, sondern aufgeteilt nach Ländern. Eigentlich müsste es ja so sein, oder die Entwicklung zu einem europäischen Krebsregister, zum Krebsregister auf WHO-Ebene, wenn man ein bisschen was von Statistik mitgenommen hat aus dem Studium, da weiß man ja, je größer das N, desto besser am Ende des Tages. Auch nicht heilsbringend, auch daraus kann man natürlich nur Wahrscheinlichkeiten ableiten, ob jemand Krebs kriegt oder nicht. Aber ich denke doch, dass das eine größere Möglichkeit gibt, mit Blick auf die Diagnose, aber auch mit Blick auf die Behandlung, gerade wenn wir auch an seltene Erkrankungen denken. Vielleicht könnten Sie dazu kurz Stellung nehmen und dann könnten Sie sich schon mal vorbereiten auf Ihre Fragen, die Sie dann gerne stellen dürfen.
Ja, liebe Frau Leikert, wie kann man an die Daten rankommen, was Sie vorhin beschrieben haben? Also ich finde, dem Grunde nach ist nach derzeitigem gesetzgeberischen Stand, und es ist ja sehr nachhaltig auch im SGB geregelt, die Frage, wer auf welche Daten zugreift, was darf die Krankenkasse wissen und was nicht, wie ich finde, auch sehr gut geregelt ist an der Stelle. Datenschützer werden immer etwas nervös, und zwar, wie ich finde, auch aus gutem Grund, und da spreche ich auch das Thema Krebsregister an, wenn Daten zu sehr, zu viel zentral gelagert oder erfasst werden. Das ist immer ein Grundproblem, und da gilt es, aus datenschutzrechtlicher Sicht immer die Frage aufzuwerfen, ist das erforderlich, ist das verhältnismäßig, was dort sozusagen der Gesetzgeber plant. Das heißt, es bedarf ja immer einer gesetzlichen Regelung dem Grunde nach, und dann die Frage, ist das erforderlich und ist das notwendig an der Stelle. Und je größer sozusagen die Töpfe, in denen Daten sozusagen zentral hinterlegt werden, umso größer ja auch das Problem sozusagen des Zugriffs, der Zugriffskontrolle, wer greift da jetzt drauf zu, wer wertet die Daten an der Stelle aus. Also von daher sind das immer die grundsätzlichen Bedenken, die Datenschützer an der Stelle, wie ich finde, zu Recht haben. Und dann muss es in der gesetzgeberischen Ausgestaltung das Erfordernis dargelegt, aber dann auch entsprechend die Schutzmechanismen entsprechend dargelegt werden. Erlauben Sie mir aber noch eine Anmerkung, bisschen noch zur Provokation, vielleicht das, was Herr Albrecht gesagt hat, da geht es um das Thema Apps, weil Sie sagen, warum gibt es die, weil sich Menschen zunehmend mehr für die Gesundheit interessieren. Ich provoziere jetzt mal mit einer Frage, oder ist es nicht vielleicht auch mehr, dass sich andere für unsere Gesundheitsdaten interessieren? Worauf ich hinaus will, ist, bei der Vielzahl der ja mittlerweile schon vorhandenen Apps, Gesundheits-Apps, die es gibt, und auch der Nutzung durch viele Bürgerinnen und Bürger, und wir kennen ja auch durchaus Angebote oder, ich sag mal, Anreize, solche Apps auch zu nutzen im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge. Vieles ist von dem bisher noch ungeregelt, gibt zwar nach dem Bundesdatenschutzgesetz und auch im SGB eine Vielzahl von Vorschriften, die man darauf passgenau auch unter Umständen anwenden kann, aber das Risiko, und ich finde, das muss man offen thematisieren bei den Wearables und Apps, ist nicht nur der Bereich der medizinischen Apps, wenn es gezielt um die Behandlung des einzelnen chronisch Kranken geht, die Medikation etc., sondern bei dem, was zurzeit auf dem Markt ist, frage ich wirklich, ist das Interesse anderer an Gesundheitsdaten nicht vielleicht größer als der Nutzen des Einzelnen sozusagen, diese sich selbst für seine Gesundheit zu interessieren. Ich bringe das Beispiel mit den sozialen Netzwerken. Da war die Grundidee auch nicht, dass viele Menschen möglichst miteinander kommunizieren, sondern da ist die Grundidee, dass viele Informationen über die Einzelnen zentral auch irgendwo erfasst werden und entsprechend ausgewertet werden. Und ich finde, diese Problemstellung muss man gerade im Zusammenhang mit den Apps und den Gesundheits-Apps nicht nur sehr nachhaltig thematisieren, sondern auch bewusst provokant formulieren, weil ich glaube, da sind eine Vielzahl unterwegs. Ich weiß nicht, wer, wenn ich jemanden treffe, der irgendeine Uhr um hat oder eine App nutzt, dann frage ich ihm als erstes ab, in was er denn eingewilligt hat, ob er denn weiß, was der App-Entwickler mit den Daten macht, wer Zugriff auf die Daten hat, oder wie ich immer liebevoll sage, wenn jemand einen bestimmten Typ Smartphone nutzt, dass ich sage, weißt du eigentlich, dass dieses Smartphone noch Schritte zählt? Habt ihr euch schon mal dahingehend mal informiert? Worauf ich hinaus will, ist, es soll keinem sozusagen etwas untersagt werden, was zur Förderung der eigenen Gesundheit dient. Aber ich bin sehr dafür, auch zum Schutz sozusagen desjenigen, dass wir sehr genau hinschauen und es transparent ausgestalten, wer bekommt diese Daten, wer erhält diese Daten, wo werden diese Daten gespeichert, wer hat Zugriff auf diese Daten. Und das, finde ich, sind eine der für meine Begriffe wesentlichsten Fragestellungen im Zusammenhang mit Apps. Ich will jetzt gar nicht die Thematik aufmachen, sozusagen, ob es auch Anreize geben soll, wirtschaftliche, materiellen Nutzen, wenn man so etwas nutzt, ob im Bereich Versicherungen oder auch im Bereich Arbeitgeber, das wird auch thematisiert. Das ist noch eine weitere oder eine zweite Frage in dem Zusammenhang. Aber von mir die provokante Frage, gibt es nicht mehr oder Institutionen, die Interesse an diesen Gesundheitsdaten haben, als wir Interesse an unserer eigenen Gesundheit? Dann möchte ich auch mit diesen Fragen im Hinterkopf von Frau Vosshoff, die ja alle berechtigt und wichtig auch sind, gern die Diskussion öffnen, wenn Sie sich melden und bitte und Ihren Namen und vielleicht auch die Institution sagen, woher Sie kommen, könnte das ganz hilfreich sein für die Diskussion. Danke Ihnen. Sie waren zuerst.
noch nicht ganz so inklusiv hier. Einmal so. Oder so. Gerlinde Benzug, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin. Geht hier ja auch sehr viel um digitales Empowerment des Patienten oder des Verbrauchers heute, sehr richtig so. Ich begrüße sehr diese große Veranstaltung der CDU zu diesem Thema. Meine Frage ist, wie bekommen wir das hin, das digitale Empowerment mehr in die Fläche zu bekommen? Brauchen wir zum Beispiel eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung, also analog zur Bundeszentrale für Gesundheit? Also brauchen wir vielleicht eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung, um eben genau diese Alphabetisierung und digitale Ermächtigung des Verbrauchers, des Patienten, wir alle sind es, eben schnell voranzutreiben und eben auch die Patienten und Verbraucher mit in diesen Diskurs hineinzunehmen und eben diesen gesellschaftlichen Konsens, den wir zum Beispiel in der Verwendung der Daten brauchen oder eben Nutzenfragen, Sicherheitsfragen zu diskutieren, auf breiter Fläche mitzudiskutieren. Und brauchen wir vielleicht noch eine weitere Instanz wie die Stiftung Warentest zum Beispiel, die eben auch schnell und unabhängig Nutzenbewertungen von Apps und mobilen Gesundheitsanwendungen vornehmen könnte? Vielen Dank und Entschuldigung dafür, dass wir hier noch nicht richtig eingestellt sind. Ich würde noch zwei weitere Fragen sammeln und sie dann weitergeben. Ich glaube, jetzt waren sie hier vorne. Jetzt haben wir schon wieder das Gleiche. Haben wir ein Handmikrofon? Ja. Oliver Brutzek, CompuGroup Medical. Jeden Tag werden mehrere tausend Male Wadenwickel verordnet zum Fiebersenken. Jetzt habe ich mir während der Diskussion Sorgen gemacht, denn es gibt, soweit ich weiß, keine randomisierte klinische Studie zu Wadenwickeln. Und es gibt, glaube ich, auch keine zertifizierten Handtücher. Manchmal sind Dinge evident, ohne komplizierte Evidenzen zu brauchen. Sie haben von 200 tollen Telemedizin-Projekten gesprochen in Deutschland. Warum funktionieren die? Weil sich zwei oder drei Partner zusammengetan haben, ein Problem erkannt haben, einen Versuch machen mit einer intelligenten Lösung, das ziehen die durch, weil es dann für dieses bestimmte Projekt ein Fördermittel gibt. Dann wird das evaluiert, alles ist toll. Dann läuft das Fördergeld aus und das Projekt stirbt. Das ist in den allermeisten Fällen so der Fall. Und die Frage, die eigentlich sich daran anschließt, brauchen wir nicht andere Strukturen, andere Entscheidungsstrukturen für solche Dinge? Kommen wir mit den komplizierten Verfahren, die wir haben, ich glaube, Herr Langkafel hat den GBA auch schon mal erwähnt, kommen wir damit aus? Oder brauchen wir nicht ein ganz anderes Gremium, das sich möglicherweise mit Evidenzen beschäftigt, ohne ganz komplizierte Evidenzstudien zu machen? Könnten Sie auch bitte noch dazu sagen, an wen die Frage jeweils geht? An die Politik. Schönen guten Tag, ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Steffen Helbing, ich bin gehörlos und ich bin der Leiter vom Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation der Gehörlosen in Berlin und Brandenburg und der Vorsitzende des Landesverbandes der Gehörlosen in Brandenburg. Ich würde gerne Ihnen ein Projekt vorstellen, und zwar ist es eine App, die nennt sich Hiron App und die ist bereits europaweit patentiert und geeignet für Gehörlose, für Schwerhörige, Spätertaubte, Blinde, Menschen mit Behinderung, aber auch hörende Menschen. Diese App kann ein sehr wichtiger Schritt sein für die Inklusion. Sie funktioniert nur mit einem Knopfdruck. Und alle Informationen sind bereits da. Das bedeutet beispielsweise der Notruf, die Frühwarnung, auch Gebärdensprachdolmetscher, auch beispielsweise Gesundheitsdaten, Notfalldaten,
Wetterdaten und Ähnliches sind alles in dieser App bereits inkludiert. Dieses System benötigt nichts weiter als einen Knopfdruck zur Kommunikation. Sie müssen nur auf den Knopf drücken. Es gibt eine direkte Verbindung zur Polizei, Rettungsstelle, Feuerwehr und Ihnen kann sofort geholfen werden. Und sie ist auch weltweit einsetzbar. Und ich würde mich sehr freuen, hier weiter mit Ihnen in Austausch zu treten und eventuell zusammenzuarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Auch ein schönes Beispiel dafür, wie nutzbringend solche Anwendungen sein können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Frage 1 und 2 an Herrn Kröhe gehen. Dass zweimal hier mit Blick auf die Strukturen die Politik gefragt wird. Lieber Herr Kröhe. Also wir werden ja bei der Frage, das klang eben so an, da kann ich die ersten beiden Fragen ein bisschen miteinander verbinden, die Frage stellen, was müssen wir, deswegen haben wir übrigens dieses Gutachten und weitere Gutachten in Auftrag gegeben, was müssen wir regulieren und was wäre eine heillose Überforderung der Politik? Also als wir über die Studie geredet haben, glaubst du, zu Ihrem Beginn Ihrer Tätigkeit gab es vielleicht 40.000, jetzt sind es über 100.000 Apps und wenn wir in 3 Monaten uns wieder treffen, hat sich die Zahl weiter radikal erhöht und es wäre eine irgendwie typisch deutsche Debatte zu glauben, dass wir das dann weltweit regulieren und alle nur noch Zugriff auf irgendwas nehmen können, was wir abgesegnet haben. Und insofern wird es in der Tat eher um einen Gedanken gehen, ob das dann die Stiftung Warentest ist, wo man das klug anlegt. Aber natürlich sind das Überlegungen, die wir konkret auch, an denen wir arbeiten, wie wir sozusagen die Möglichkeit geben, dass sich auch App-Entwickler oder andere mehr auch durchaus, indem sie dann selber auch einen Beitrag leisten, wenn das dann aufwendige Prüfungen sind, sozusagen zertifizieren können, um dann ein gewisses Maß an Empfehlungen gleichsam zu haben, damit man etwas Spreu vom Weizen trennt, zu glauben, dass wir all die 100.000, die mal was versuchen, die auch eben in anderen Ländern etwas anbieten unter ganz anderen Datenschutzvorschriften oder anders mehr, von unserer Seite aus regulieren. Das erinnert so an Debatten vor 15 Jahren über die Frage, Ladenschlusszeiten im Internethandel durchzusetzen. Das war auch eher eine deutsche Spezialistendiskussion, die heute nicht mal mehr für eine Satire taugt. Insofern, glaube ich, muss man da immer aufpassen, dass man Politik weder überschätzt noch unterschätzt. Ich lege schon Wert darauf, dass wir einen wichtigen Beitrag haben. Das Zweite ist, da von Optionen die Rede war, haben Sie mit der Frage der Ermächtigung, der Befähigung, einen wesentlichen Punkt. Auch daran arbeiten wir, ob der dann notwendigerweise in eine neue Behörde geht oder nicht, weil es ja zum Teil gar nicht auch dann nur auf Sektoren begrenzbar ist. Also wenn wir in anderen Bereichen der Verbraucherschutzpolitik sagen, wir wollen, dass Menschen Social Media nutzen im Bewusstsein der Risiken und Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel, dann gilt eben Gleiches dann auch für Anwendungen, die im Gesundheitsbereich tätig sind. Also insofern wird es da sicher die Frage, wie gehe ich selber selbstbestimmt mit meinen Daten, meiner Weitergabe etc. zu tun hat über den Gesundheitsbereich. Die hat die Frage, wer wertet eigentlich aus, wie ich im Internet, welche Waren ich dort einkaufe und welche Zahlmöglichkeiten ich dort nutze und andere mehr. Also da Menschen zu befähigen, sich selbst immer zu fragen, will ich das jetzt preisgeben, warum? Auch die Frage, ob ich technische Schutzmaßnahmen in ausreichender Weise habe, die mit Standardeinstellungen hier entsprechendes sichern. Aber es ist gar keine Frage, es wird eine Aufgabe entweder bestehender Institutionen oder gegebenenfalls auch neue Institutionen sein. Also bei der Evidenz, sage ich, da gab es die Frage zur Evidenz. Also das Besondere ein bisschen bei der Bundesrepublik Deutschland ist, dass fast alle Dinge, über die wir hier reden, Dinge sind, von denen dann auch kluge Entwickler, übrigens auch internationale Entwickler, die deswegen den deutschen Markt ganz interessant finden, sagen, aber die Krankenkasse zahlt es doch bitte. Also in Amerika gibt es jede Menge Apps und dann zahlen sie $19,99 jeden Monat und die zahlen sie dann halt. Bei uns möchte ja nicht die Zahl derer, die das alles vervielfältigen werden, was man für eigenes Geld einkaufen will, ist relativ überschaubar. Und in der Tat, da gehören dann 2, 3 aber, dazu, die sich einigen, das ist eine tolle Idee, dafür bin ich bereit zu zahlen. Aber dass eine
dass unser solidarisches Gesundheitssystem erstens auf ein paar Grundannahmen basiert, das heißt, weil diese Frage auch anklang, dass wir sozusagen als Grundlage eines solidarischen Ausgleichs sozusagen die Fiktion eines gleichen Erkrankungsrisikos aller Versicherten. Das ist eine politische Setzung und auch ohne eHealth wüssten wir, dass das eine politische Setzung ist. So, und die wollen wir nicht durch welche Neuerung in welchem Gebiet auch immer von der Genomanalyse bis zu anderem in Zweifel ziehen. Das ist eine politische Setzung und die ist die eine. Und das andere ist, dass wir sagen, die Solidargemeinschaft zahlt therapeutische und diagnostische Verfahren, die eine Wirksamkeit nachgewiesen haben. Das ist ja nun etwas anderes, ob ich irgendetwas anbiete oder ob ich der Meinung bin, es zahlt die Solidargemeinschaft. Und die Frage wird aus meiner Sicht sein, wie, ich habe das am Beispiel des BfArM erwähnt, wenn dort eine Orientierung stattfindet, wenn sich eine ganze Behörde auf den Weg macht, zu sagen, wir wollen da Kompetenzzentrum werden, dann zeigt das natürlich, dass wir da heute einen Gap haben. Dass wir heute zwischen der, auch der Kultur und dem Denken in denen, die jetzt hier neue Dinge entwickeln und unserer Tradition, bestimmte Dinge behördlich zu testen, etwas überbrücken müssen. Aber überall da, wo es nachher am Ende über die Frage geht, ist die Medikation falsch? Und wird man die Frage, dass dadurch ein Schutz vergleichbar von Medizinprodukten notwendig ist, sehr schnell bejahen. Und übrigens, ich habe heute mit einem CEO eines großen amerikanischen Anbieters in diesem Bereich gesprochen, 250 Millionen Kunden, über 100.000 Ärzte in Amerika. Die haben nicht so viel Regulierungskosten vielleicht in Deutschland, aber das war interessant, mal mit dem über seinen Versicherungsschutz zu reden. Also in Amerika ist es halt nicht sozusagen die Vorabgenehmigung, sondern du weißt, in welchem Umfang du für Falschratschläge und in einer Weise haftet, die einem, nicht nur einem Start-up, sondern im Zweifel gleich dem Giganten, der ihn aufgekauft hat, mit den gar ausmachen müssen. Und insofern reden die dann weniger mit Regulierungsbehörden als vielmehr mit Versicherungskonzernen. Auch das zeigt, dass es dort zwar eine andere Kultur des Umgangs, aber dieselbe Herausforderung gibt. Also ja, die Politik ist gefordert, die Verfahren anzupassen. Aber ich lege sehr großen Wert darauf, dass dass Grundsätze, nämlich zum Beispiel die, dass Sicherheit und Nutzen solidarisch getragener Diagnose- und Heilverfahren nachgewiesen werden müssen, dass dieser nicht sozusagen in Zweifel gezogen werden kann. Und das ist jetzt die Kunst, das gemeinsam zusammenzubringen. Da müssen wir noch viel schlauer werden. Deswegen gibt es nicht nur die wunderbare Studie von Dr. Albrecht, sondern weitere, die wir im Auftrag gegeben haben, als Grundlage für einen fachübergreifenden und am Ende auch gesamtgesellschaftlichen Dialog. Der übrigens die erste Voraussetzung ist für das geforderte Empowerment. Nur wenn wir uns gemeinsam auf die Fragen verständigen, die wir beantworten wollen und die ethischen Grundlinien zum Beispiel, die von mir angesprochene Fiktion, dass alle Menschen ein gleiches Erkrankungsrisiko in einer solidarischen Finanzierungssystem haben, nur wenn wir uns darauf verständigen, werden wir auch geeignet die Verfahren anpassen. Sie sprachen wesentliche Punkte an. Brauchen wir ein Zentrum für Aufklärung? Nein, das glaube ich eher nicht, vielleicht in einer unterstützenden Funktion. Doch wenn Sie überlegen, wie Sie Ihre Zielgruppe erreichen, ist es doch am besten, es kommt von denen, also die Ansprache erfolgt direkt, also von Verbänden zum Beispiel oder von, ist vollkommen egal, nur so erreichen Sie dann eben halt am besten. Wenn Sie jetzt ein Zentrum haben, was das organisiert, geht vielleicht auch viel unter, weil die Ansprache nicht funktioniert. Aber den Ansatz aufzuklären, das ist der Wesentliche, um die Leute eben zu stärken, jeden zu stärken, diese Technologien dann auch selbst bewerten zu können und dann auch adäquat einsetzen zu können. Herr Langenkrafel wollte noch was sagen zur Frage Wadenwickel und Evidenz. Es ist richtig, dass wir in Deutschland sehr wenig Studien haben, aber es ist auch richtig, dass wir in Deutschland sehr wenig Studien haben. Wenn wir mal international schauen, Journal of Medical Internet Research, gibt es andere Länder, Holland, Norwegen, selbst in Spanien, Israel, andere Länder, die haben eigene große Lehrstühle, Abteilungen, die nichts anderes tun, als Digital Health zu untersuchen, um genau auch die Effekte zu
erkennen und zu messen, damit wir aus diesem, mit Verlaub, manchmal so knapp über dem Stammtischniveau existierende Diskussion herauskommen, auch in Richtung Evidenz. Sowas haben wir leider bis jetzt ja in Deutschland nicht. Es gibt nicht wirklich gute Abteilungen, die systematisch die Effekte untersuchen. Was jetzt für Startups wiederum ein kleines Problem ist, genau die Frage, was machen wir denn jetzt in der Situation? Es gibt ja, was ich vorhin gesagt habe, so etwas wie frühe Nutzenbewertung bei Medikamenten. Könnten wir jetzt sagen, wir machen jetzt auch so eine frühe Nutzenbewertungsstudie? Oder aber gibt es eine Möglichkeit einer vorläufigen Zulassung, wo man dann unter bestimmten Rahmenbedingungen auch Ergebnisse zeigen muss, aber immerhin nicht warten muss, bis was auch immer passiert? Oder aber man kann ja sagen, und wie gesagt, auch das ist zu diskutieren, wir wollen die 3 Jahre Doppelblindstudie App versus Papier und nur dann lassen wir etwas zu. Das kann man ja auch sagen, aber dann ist wenigstens der Fahrplan klar. Und dann überlegt man sich, und da wird sich das eine oder andere Startup überlegen, wo und wie ein Market Access, ein Go-to-Market geplant wird. Und ich glaube, die Schwierigkeit im Moment ist wirklich die, dass das so unscharf ist, welcher Weg jetzt der richtige ist. Was kann man wirklich tun? Es gibt eine Reihe von kleinen Unternehmen mit tollen Ideen, die genau in der Situation sind zu sagen, okay, wir sind jetzt soweit, wir würden es gerne testen, üben, anwenden, aber bitte, wo ist der Weg? Wie kommen wir praktisch jetzt auch in das System hinein, Klammer auf, Klammer zu, weil der Endnutzer, der Patient in Deutschland bis zum gewissen Grad auch zu Recht, weil wir ein solidarisches Gesundheitssystem haben, an das wir ja auch an dem wir weiter arbeiten sollen, sagt, wieso soll ich das privat zahlen? Also, und deswegen, glaube ich, brauchen wir einfach ein System, praktisch einen Weg hinein ins System, weil wir nicht sagen können, naja, soll doch der Patient das selber zahlen und alles ist gut. Das wird nicht oder nur sehr schwer oder nur in einigen Bereichen funktionieren. Gut, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt 2 weitere Meldungen, 3, 4. Gibt es noch weitere Fragen? Dann würde ich die jetzt aufnehmen als Schlussfrage bereits. Ja, okay. Dann machen wir jetzt alle, die sich jetzt noch gemeldet haben, damit wir mit der nötigen Disziplin dann auch um 16 Uhr den Kongress beenden. Und abschließend hätte ich noch eine Frage an alle Teilnehmer hier oben. Dorf, Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein. Ich habe eine Frage zur Patientenakte. Wir haben ja bisher Patientenakten nie wirklich gehabt. Und der Patient war in Teilen dadurch natürlich auch geschützt bei Anfragen von Lebensversicherern und so weiter. Wenn wir jetzt aber eine Patientenakte haben, dann wird die Welt das ja wissen, dass der Patient Zugriff auf aggregierte Daten hat. Und wenn ich jetzt Pilot werden möchte, Sie kennen die Diskussion, dann kann es ja sein, dass mein Arbeitgeber mal einen Blick in meine Akte werfen möchte oder wenn ich eine Lebensversicherung abschließen möchte. Sie haben selbst schon eben geschildert, wie die Patienten mit ihren Apps umgehen und mit den Daten, die darauf sind. Ist das eine von uns akzeptierte Nebenwirkung, dass der Patient dann diese Daten in diesen Fällen auch preisgeben kann, weil er aufgefordert wird? Oder haben wir irgendwelche Ideen, wie wir mit dieser Problematik umgehen? Markus Mischenich, Bundesverband Internetmedizin und Flying Health. Ich fand das Beispiel mit dem Ladenschluss für Online-Shops super. Wir machen gerade, glaube ich, genau den gleichen Fehler. Wir haben im E-Health-Gesetz wunderbarerweise das Thema Online-Sprechstunde. Wir werden perspektivisch eine Krankenakte haben, wo alles von den Patienten drinsteht. Wir haben bei der Online-Sprechstunde Kameras, die höher auflösend sind als die menschliche Netzhaut. Und trotzdem haben wir sowas wie ein Fernbehandlungsverbot, was sozusagen verhindert, dass Patienten, die einen Arzt suchen, zu einem Arzt gehen, der ein super Spezialist ist, aber der sie vorher noch nicht offline gesehen hat. Das Ganze haben wir jetzt im neuen Arzneimittelgesetz sozusagen noch verfestigt, dass Apotheker Medikamente nur oder Rezepte nur einlösen dürfen, wenn es vorher einen physischen Kontakt gegeben hat zwischen Patient und Arzt. Also insofern ein Plädoyer, dass wir hier auch Evidenz schaffen zum Thema Fernbehandlungsverbot, das ist ja was oben drüber steht. Wo ist das Fernbehandlungsverbot sinnvoll? Noch ist es nur in der Musterberufsordnung für Ärzte drin, insofern noch nicht im Gesetz, wenn es ins AMG reinkommt, haben wir es aber im Gesetz drin. Also insofern das Thema, wo wir alle so lächeln, was noch nicht mal so eine Satire gut ist, das Thema Ladenschluss und Online-Shop, in die Falle laufen wir gerade, glaube ich, ziemlich bewusst rein. Harald Jegoschke von der Uni Medizin Rostock. Nur ein Plädoyer an die Politik.
Ich finde es klasse, Herr Gröhe, wie Sie den Koalitionsvertrag abarbeiten und Themen anpacken in unserem Gesundheitswesen, die sonst immer ziemlich geschoben wurden. Ich bin seit über 25 Jahren in dieser Branche tätig. Ich hatte mal Hoffnung gesetzt auf die Health Professional Card. Dann war die wieder flöten. Und ich denke mal, wir dürfen uns jetzt nicht verlaufen. Wir dürfen uns nicht verlaufen in diese Schlagworte Apps. Ja, die Realität, die Bevölkerung wird uns selber überholen. Warum sind verschiedene Vernetzungs- und Kommunikationsprojekte gescheitert? Weil in dem Moment, wo die Fremdinfusion durch Fördermittel ausgelaufen ist, das heißt aber unterm Strich, der Markt hat diese Projekte nicht angenommen. Sie waren nicht sexy, weder für den Patienten noch für die anderen Partner in diesem System. Und ich vertrete eine Universitätsklinik, die über mehr als 20 Arztpraxen verfügt. Ich komme aus einer Region, die als Modellregion geeignet ist, um mal ein Versorgungsstrukturnetz in der Praxis zu machen. Und ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass wir die Bevölkerung überzeugen. Und ich kann mir nicht vorstellen, nehmen Sie es bitte nicht diskriminierend, dass Erna Meyer, 82 Jahre alt, chronisch krank, in Klein-Teterow, happy wäre, wenn sie ein Tablet oder ein iPhone bekommt und man sagt, ey, das ist jetzt der Gag. Wenn man der Bevölkerung aber vielleicht eine Art Hausnotruf anbieten würde mit deutlich erweiterten Funktionen und den Patienten, speziell den älteren Patienten, die vielleicht sogar alleine leben, ein System anbieten, wo sie sicher sind, dass man es merkt, wenn es ihnen schlecht geht, also ihnen eine gewisse Geborgenheit und Sicherheit anbietet, dann wird sich so etwas leichter im Markt durchsetzen, als wenn wir wieder so hochtrabende Projekte machen. Herzlichen Dank. Ja, guten Tag. Johannes Egere vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Wir möchten natürlich auf die Chance, die das E-Health und die digitalen Programme den sehbehinderten Blinden, aber nicht nur den Sinnesbehinderten, sondern allen behinderten Menschen ermöglichen und wollte auch darauf hinweisen, wie einfach das ist. Apple hat es ja vorgemacht, Google hat nachgezogen. Das ist eine super Chance und ich möchte bitten, darauf zu achten, die nicht zu verspielen, indem man einfach vergisst. Es ist leicht, das von Anfang an einzuführen. Wenn man allerdings Programme danach ummodeln muss, ist jetzt das mit riesigen Kosten verbunden und einem riesigen Aufwand. Und ich möchte auch bitten, nicht nur die klassischen Blinden und Sehbehinderten im Blick zu haben. Wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben altersbedingte Augenerkrankungen, das ganz normale Nachlassen des Augenlichts. Und wir haben immer mehr Diabetikerinnen und Diabetiker, die ja auch von Augenkrankheiten betroffen sind, die auch den Zugang gerade zu den Apps für Diabetes behalten sollen und die davon sehr profitieren können. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Ron Lehnert. Ich bin einer der Gründer und der Geschäftsführer von Docster. Wir haben 2000 Ärzte, die bereits unsere Online-Termin-Software nutzen. Und mich würde interessieren, wie sichergestellt werden, dass auch die Start-ups, über die heute schon viel gesprochen wurde, aber die jetzt gerade erst mal zu Wort kommen, wie für die auch sichergestellt werden, dass sie zum Beispiel, hat ja die Kassenärztliche Vereinigung mit der 100%igen Tochter KV Telematik die Aufgabe bekommen durch das E-Health-Gesetz. Und wir haben jetzt viele Kunden und Interessenten, die natürlich sagen, wieso wird Docster nicht zum Beispiel integriert? Ich nutze ja schon Online-Termine. Die Techniker Krankenkasse hat mit uns zusammen ein Förderprojekt. Das läuft schon seit 2013. Und meine Frage, wahrscheinlich an Sie, Herr Gröhe, ist, wie können denn die vorhandenen Player, auch die viel geliebten und erwähnten Startups, dann mit berücksichtigt werden? Und meine Frage auch, wenn die KV Telematik hier vertreten ist, wie wir außer am 8. März nochmal in Dialog kommen können. Danke. Gut. Wir haben noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine. Oh. Mein Name ist Ulrike Elsner, ich vertrete den Verband der Ersatzkassen. Ich möchte noch mal gerne das Thema Finanzierbarkeit der Krankenversicherung und des Gesundheitswesens grundsätzlich ansprechen und eine Frage auch an Professor Krömer stellen als Praktiker. Wir erleben ja, sozusagen die Zunahme der Anwendung, die Zunahme der Digitalisierung in der praktischen Medizin. Meine Frage, Herr Professor Krömer, ist,
Sehen Sie damit auch einen weiteren Kostendruck auf uns zukommen oder könnte es durchaus so sein, wie in anderen Lebensbereichen, dass durch die vermehrte Anwendung dieser neuen Techniken auch natürlich auf der Preisebene sich einiges nach unten bewegen müsste? Eine schöne Frage, die Digitalisierung zur Einsparung. Ich würde gerade vorschlagen, wir haben jetzt von den 6 Fragen, waren es 3 Plädoyers, die ich einfach so stehen lassen möchte. Wir haben eine Frage an Frau Vosshoff mit Blick darauf, ob man den Patienten vor sich selbst schützen muss. So hatte ich die Frage verstanden mit die EPA-Frage. Dann hatten wir die Frage, die an Herrn Krömer geht, zum Einsparungspotenzial. Und dann noch eine Frage an Herrn Kröhe, mit die ein bisschen spezieller natürlich schon, weil wir behandeln ja hier keine individuellen Geschäftsmodelle, aber vielleicht möchte Herr Kröhe doch noch dazu Stellung nehmen. Genau, erstmal. Ja, ich kann es vielleicht ganz kurz beantworten. Also man sollte mal aufpassen, den Menschen immer vor sich selbst zu schützen. Aber Ihre Frage zielte ja darauf ab, ob zum Beispiel Arbeitgeber Zugriff haben könnten oder durch eine gewisse Druckkulisse der Arbeitnehmer, weil er Zugriff auf bestimmte Informationen aus seiner Patientenakte bekommen soll. Also da würde ich sagen, gilt schon das, was jetzt auch in der Hinsicht klar geregelt ist. Selbstverständlich hat der Arbeitgeber keinen Zugriff darauf. Ich denke, dass das auch in keiner Weise gerechtfertigt wäre aus dem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis heraus. Es ist ja schon jetzt der Fall, dass ein Arbeitgeber die Details der Erkrankung nichts angehen. Und ob und in welcher Weise der Arbeitgeber Druck ausüben kann auf den Arbeitnehmer, ich sage mal, wenn es rechtlich verboten ist, dass er den Anspruch nicht hat. Ich halte da die Arbeitnehmer für selbstbewusst genug, dass sie dem auch nicht erliegen an der Stelle. Und von daher kann man sowas, oder sollte man sowas vielleicht auch nochmal, sofern es nicht erforderlich, nicht schon geregelt ist, aber ich würde sagen, es ist geregelt, gesetzlich festlegen, dass der Arbeitgeber selbstverständlich keinen Informationsanspruch aus dieser angedachten Patientenakte hat. Ja, eine kurze Bemerkung zum Kostendruck. Ich glaube, alle von uns, die schon lange dabei sind, haben noch nie eine Innovation gesehen, die etwas initial billiger gemacht hat. Aber in diesem Fall erscheint mir durchaus denkbar, dass Sie durch einen sagen wir mal, Teilersatz ärztlicher Leistungen durch Digitalisierung, und zwar da, wo das angebracht ist, etwa im Rahmen von Routineuntersuchungen, wie ich das vorhin beschrieben habe, im Herz-Kreislauf-Bereich, durchaus Ressourcen einsparen könnten. Also ich sehe durchaus Optionen, dass man hier zu Systemen kommen kann, die sich eventuell kostengünstiger betreiben als das, was wir im Moment machen. Sehe natürlich auf der anderen Seite auch durchaus die Möglichkeit, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wären im Besitz solcher großen Daten und Datenakquisitionsmengen, dass man sich völlig neue Strukturen überlegen kann, auch auf der Seite, wie man Versicherungen organisiert. Das heißt, da gibt es eine Vielzahl von Überlegungen, die man anstellen kann, aber um die Frage konkret zu beantworten, ich halte das durchaus für denkbar, dass das zu Kosteneinsparungen führt. Die Fragen von Herrn Potthoff nochmal. Es ist klar, Weitergabe durch den Arzt, das wäre heute schon so, ist strafbar. Zweitens, wir müssen Arbeitnehmer können sich, wenn ein Arbeitgeber sie sozusagen bedrängt, bestimmte Fragen zu beantworten wären, wenn sie dennoch beantworten, darf der Arbeitgeber sie im Zweifel nicht vorhalten, die Antworten. Das ist eine Frage insgesamt, wie übertragen wir bestimmte Arbeitnehmerrechte oder anderes mehr oder auch Schutzpflichten der Ärztinnen und Ärzte auf dieses neue Zeitalter. Das gehört hier sozusagen zu dem, was vorhin mal mit dem Wort Empowerment gemeint war, sozusagen, dass man eben über die Risiken und Nebenwirkungen informiert wird. Das Interessante ist, dass jedenfalls es ja Unterlagen gibt, die etwa oder Befragungen gibt, die sagen, Patientinnen und Patienten haben einen sehr großen Wunsch, Herr ihrer Daten Einblick nehmen zu können. Und es gibt mitunter eher auch nochmal, auch im Hinblick auf den kulturellen Veränderungen im Verhältnis zum Leistungserbringer, dann eine Zurückhaltung bei den Leistungserbringern, den Patientinnen und die Patienten entsprechend Einblick zu gewähren. Insofern ist das, glaube ich, etwas, was an beide Seiten sich richtet, wie man mit diesem Mehr an Transparenz, ich sprach in meinem Eingangsstatement von dieser Balance, Fairness und Transparenzbedürfnis umgeht. Aber natürlich werden solche Fragen zu dem Diskurs, den wir gesamtgesellschaftlich brauchen, gehören müssen. Dann gab es die Frage nach dem Fernbehandlungsverbot. Ich weise darauf hin, dass die Bundesärztekammer ja dazu auch
Standort war die Frage, entsprechende Handreichungen schon auch veröffentlicht hat. Man kann das sehr schön deutlich machen an diesem einen Modell, was ich vorhin gesagt habe, im Beispiel dieser hausärztlichen Kontrollbesuche, dass sozusagen bestimmte Diagnose- und Leitentscheidungen in unserer Rechtsordnung, und da spricht, finde ich, sehr, sehr vieles dafür, es so zu halten, in der persönlichen Beziehung Arzt, Ärztin, Patient, Patientin liegen müssen. Das aber, und da bin ich bei der Frage Kostenersparnis, und zwar für Patient und Patienten, Zeit, Wege und anderes, mehr wo es in einer Therapie um Kontrollbesuche und anderes mehr gibt, es sehr wohl sozusagen Schätze gibt, die es zu heben gilt. Es war die Frage, es klang in 2, 3 Fragen sogar an, haben wir zu viele Dinge, die wir projektieren, fördern und dann laufen sie doch aus. Nun muss man sagen, ein Teil dieser Dinge muss sich auch, Stichwort Anfrage aus Rostock, dann im Markt bewähren. Aber deswegen sagen wir etwa im Innovationsfonds auch sehr ausdrücklich, dass in der Genehmigung bestimmter Projekte auch schon die Frage beantwortet werden muss, wie kann eine Übertragbarkeit in die Regelversorgung aussehen, damit wir nicht nur uns ein Feuerwerk leisten und dann sagen, schön, dass wir es mal gemacht haben, sondern die Dinge, die dort untersucht werden, müssen von vornherein konzipiert werden als Blick auf die Einführung in die Regelversorgung. Dann war das Thema barrierefrei. Das ist im E-Health-Gesetz eine Vorgabe für die Patientenakte, die entsprechende Barrierefreiheit. Und Sie haben eben in dem Beispiel der Sehbehinderten und Behinderung oder der Diabetesfolgen fürs Augenlicht auf viele Fragen hingewiesen, wo wir enormen Zugewinn auch an Möglichkeiten haben. Und die will ich zu Beginn doch nochmal auch unterstreichen. Ich habe vor einigen Tagen nicht nur im Hinblick auf das, was so leicht erkennbar erscheinen mag, ein Foto von einer Wunde, sondern etwa auch um die Begleitung von Menschen, die an einer Depression leiden, bereits anerkannte Verfahren gesehen. Und wenn man jetzt noch dazu nimmt, etwa jetzt die Herausforderung, auch bei Traumata oder anderen in der Nachsorge, nicht vielleicht in der unmittelbaren Therapie, aber in der Nachsorge, Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern weiter zu begleiten, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel heute vorhandene sprachliche Barrieren durch die Verfügbarkeit von Sprachkenntnissen dann an dem Ort, wo sie gebraucht werden, auch einreißen, was dann erstmal Behandlung zum Teil oder Nachsorge möglich und im Zweifel sogar auch bezahlbar machen, ebenfalls etwas. Es wurden Beispiele genannt, da lade ich einfach dazu ein, wir wollen, und das wird das BfArM werden, andere machen noch mit einer Fülle von Tagungen, Orientierungshilfen auch zugehen. Dem Vertreter eines Start-ups sei gesagt, er hat heute spät das Wort ergriffen. Ich war neulich auf einer Veranstaltung, da war ich, glaube ich, fast der Einzige, der kein Start-up gegründet hatte. Also insofern suchen wir natürlich auch an anderer Stelle das Gespräch, wo genau das im Mittelpunkt steht. Und im Übrigen, glaube ich, Sie haben heute sehr deutlich gemacht, dass wir eine Fülle dieser Debatten nicht nur im Fraktionssaal der CDU und CSU, sondern insgesamt zwischen allen Beteiligten im Gesundheitswesen und in unserem Land insgesamt führen müssen. Vielleicht ein letzter Gedanke noch, der zeigt, wo es dann eine ganz große Herausforderung wird, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir Krankheiten so früh wie möglich behandeln wollen. Wenn wir davon überzeugt sind, es ist auch einer nachhaltigen Finanzierbarkeit gedient, wenn wir Krankheiten durch Prävention und Gesundheitsförderung vermeiden, dann ist natürlich im Hinblick auf die Förderung gesundheitsbewussten Verhalten, was ja etwas anderes ist als Therapietreue, und der Frage, wie viel gebe ich von meinem Privatleben preis, ein spannender, auch gegebenenfalls Zielkonflikt angelegt ist. Und da denke ich, wird es wichtig sein, dass wir die Grundprinzipien hochhalten, Versicherungsschutz in gleicher Weise für alle und gleichzeitig Anreize schaffen, damit Menschen auch bereit sind, Unterstützungsinstrumente zu nutzen, damit sie sich selbst in diesem Gesundheitswesens möglichst fördernd ihrer eigenen Gesundheit gegenüber verhalten. Vielen Dank. Ich möchte allen Podiumsteilnehmern sehr herzlich danken. Herr Kauder hat vorhin gesprochen, einleitend von der unendlichen Geschichte der elektronischen Gesundheitskarte. Ich denke, dass doch viel konkret vorangebracht wurde, gerade auch in dieser Legislatur. Wir haben es gehört. Wir haben aber auch gehört, es ist ein Prozess und es gibt viele offene Fragen. Sie alle beteiligen sich daran, geben es auch Hinweise. Auch dafür sind wir dankbar. Ich sitze ganz oft hier in dem Raum und denke mir, warum kann so eine Veranstaltung nicht pünktlich zu Ende sein? Ich würde gerne dafür
dafür sorgen, dass sie heute pünktlich zu Ende ist. Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, hat angeboten, ein Schlusswort zu sprechen. Und nach diesem Schlusswort möchten wir Sie dann gerne in den Nachmittag entlassen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Minister, lieber Hermann Gröhe, liebe Maria Michalk, liebe Katja Leikert, meine Damen und Herren. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wir alle kennen diesen Spruch seit vielen, vielen Jahrzehnten aus der Werbung. Auch heute begleitet er uns noch. Aber nicht erst seit heute wissen wir, dass diese Zeiten sich ändern werden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, damit wird es zukünftig nicht getan sein. Die Zeiten ändern sich für den Arzt, für den Apotheker, für den Patienten, aber übrigens auch für die Politik. Das wurde heute deutlich. Denn wir stehen gemeinsam vor großen Prozessen und damit auch vor großen Herausforderungen, dass die digitale Kommunikation des Gesundheitswesens dazu zweifellos gehört in diese Kategorie. Das haben die Beiträge der Podiumsteilnehmer deutlich gemacht. Ich bin unglaublich froh, dass wir als CDU-CSU-Fraktion dieses Podium geboten haben. Damit waren wir übrigens ganz vorne mit dabei, weil wir sagten, Herausforderungen müssen wir uns stellen, nicht von vornherein wegschreien oder ideologisch agieren, sondern mit den Betroffenen sprechen. Und Hermann Gröhe hat es gerade in seinem Schlussstellungnahme noch einmal gesagt, es ist ein Anfang, diese Veranstaltung, und wir müssen jetzt Debatten führen, was wir woraus schöpfen können und gemeinsam gestalten wollen. Denn eines ist auch deutlich geworden, technisch ist heute schon fast alles machbar. Die Frage ist aber, in welcher Breite, wie ist es überhaupt gewollt und was will die Politik? Entspannt an der Diskussion war auch, wie viele Fragen sich an die Politik gerichtet haben. Mit der Neuausrichtung der Gesundheitssysteme wird sich natürlich die Gesundheitsversorgung nachhaltig ändern. Wird? Nein, hat sie schon. Wir haben es gehört an vielen Beispielen, auch in den spannenden Impulsreferaten. Mit dem Handy zum Arzt in der Online-Sprechstunde, Übermittlung der Blutzuckerwerte und des Herzrhythmus in Echtzeit, elektronische Arztbriefe oder Medikamentenpläne, Rezepte online, Konsultation von Experten, die hunderte Kilometer entfernt sind, auch bei uns zum Teil in Regionen schon ein Stückchen Realität, in anderen Ländern schon ganz große Normalität. Ich konnte mir jetzt vor kurzem in Israel ein eigenes Bild davon machen, was E-Health für das tägliche Leben auch bedeuten kann. Vom einen ersehnt, vom anderen gefürchtet. Deutlich geworden ist aber auch, wir stehen zum Teil noch am Anfang. Die Digitalisierung in Praxen und Krankenhäusern ist größtenteils erfolgt. Allerdings haben wir auch Fotos von überbordenden Papierschreibtischen gesehen. Aber sicherlich ist auch die Vernetzung der unterschiedlichen Sektoren fehlt. Und wir brauchen eine leistungsfähige Telematik-Infrastruktur, die höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt. Ein Anfang ist getan, und zwar ein hervorragender Anfang mit dem E-Health-Gesetz. Und Sie verstehen sicherlich, dass ich an dieser Stelle im Namen unserer Fraktion unserem Gesundheitsminister Hermann Gröhe für diesen Aufschlag danke, der nicht so leicht war, wie er sich später vielleicht dargestellt hätte, sondern sehr viel Kraft, sehr viel Überzeugung auch forderte. Und dafür dir, lieber Hermann, auch einmal einen ganz herzlichen Dank von uns als Abgeordneten. Der Dank gilt auch den Fachpolitikern. Wir haben hier zwei herausragende Sitzen mit Maria Michalk und Katja Leikert. Maria Michalk, die es geschultert hat, diesen Kongress mit ihrem Team zu veranstalten, auf den Weg zu bringen, gemeinsam mit Volker Kauder und Katja Leikert, Sie haben es gemerkt, die mit großer Fachkenntnis auch über Telematik und alles, was dazu zählt, entsprechend spricht. Wir wollen Entwicklungen nicht stoppen, wir wollen sie voranbringen.
Denn, das sage ich sehr deutlich für alle Akteure bei uns in der Union, wir wollen die Digitalisierung im Gesundheitswesen, weil wir die Chancen sehen. Wir sehen aber auch, dass alle Akteure am Ende gefordert sind, übrigens interdisziplinär. Deswegen ist es am Ende nicht nur die Frage der Gesundheitspolitik. Es ist zum Beispiel auch die Frage von Kolleginnen und Kollegen aus unserer Fraktionsarbeitsgruppe Digitale Agenda, die heute hier ebenso sitzen, wie uns als Verbraucherschutzpolitikern, die in diesem Bereich ebenfalls tätig sind. Und deswegen arbeiten wir übergreifend, dies darf ich auch sagen, im Namen meines Kollegen und für Gesundheit zuständigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr. Georg Nüßlein, der heute hier auch gewesen ist und Sie entsprechend grüßen lässt. Was bedeutet das nun für Sie, für Verbraucher und Patienten? Herr Gröhe, Herr Minister Gröhe hat es deutlich gemacht. Eine bessere Vernetzung im Gesundheitswesen bedeutet nicht nur eine schnellere Kommunikation und höhere wirtschaftliche Effizienz, zu Recht angesprochen. Es geht vor allem um eine bessere und schnellere medizinische Versorgung der Patienten mit medizinischem Fortschritt am Ende auch für alle. Daten können schnell verfügbar gemacht werden, wenn man sie dann nutzt. Auch darauf ist hingewiesen worden, die Diagnosen und Medikationen können abgeglichen werden. Zweitmeinungen ohne großen Aufwand eingeholt werden. Entweder Mr. Google oder ich hoffe dann doch noch immer der Arzt als Erst- und Zweitmeinung. Festgestellt wurde auch, für die Versorgungsforschung ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Herr Professor Krömer ist da sehr eindrucksvoll auch darauf eingegangen, hat auch deutlich gemacht, wie Politik das begleiten kann, auch durch entsprechende Förderungen. Er hat deutlich gemacht, dass es an Daten in Deutschland nicht mangelt, wenn erst einmal die vorhandenen Registerdaten, Routine- und Nutzerdaten vernetzt und ausgewertet werden können, sind umfassendere Aussagen und übrigens auch genauere Aussagen möglich, zugeschnitten auf die Bevölkerung und den Einzelnen. Das wäre wünschenswert und absolut richtig. Im Sinne des gesundheitlichen Verbraucherschutzes könnten zum Beispiel dann auch Präventionsmaßnahmen sehr viel gezielter eingesetzt werden, zum Nutzen aller der Betroffenen, wie übrigens auch der Kosten im Gesundheitssystem. Wir könnten Therapien stärker personalisieren. Das hilft allen an jeder Stelle. Diese Möglichkeiten wollen wir nutzen. Wir wollen Verbrauchern und Patienten den Zugang zu den neuen Gesundheitsleistungen ermöglichen. Und wir wollen diesen neuen innovativen Markt unterstützen. Das war durchaus eine unterschwellige Frage in der einen oder anderen Wortmeldung. Wollen Sie als Politik das, was als zartes Pflänzchen aufgeblüht ist und sich in der Praxis schon bewährt hat, jetzt rigide abbremsen? Oder wie wollen Sie entsprechend damit umgehen? Wir wollen es unterstützen, denn wir wissen auch um die Chancen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und übrigens auch in ländlichen Regionen und angesichts begrenzter finanzieller Ressourcen. Eines ist aber auch deutlich geworden. Der Prozess muss verantwortlich gestaltet werden. Das heißt, wir müssen Chancen sehen, ja, Risiken erkennen auch und Herausforderungen entsprechend annehmen. Und dies wird alles nicht gehen, wenn es eines nicht gemeinsam gelingt, und auch das wurde in einem Wortbeitrag deutlich, wir müssen Bürger mitnehmen auf diesem Weg. Und wenn uns das nicht gelingt, wird auch dieser Weg am Ende in die Irre führen oder keinen Erfolg haben. Das heißt Transparenz, und dazu sollte diese Veranstaltung ebenfalls einen Beitrag leisten. Deswegen werden wir wohl oder übel, ob wir es wollen oder nicht, uns mit dem Kernpunkt, mit einem der Kernpunkte der Diskussion auseinandersetzen müssen, und das ist der Datenschutz. Wir hatten mit Andrea Vosshoff die Datenschutzbeauftragte der Bundesrepublik Deutschland mit am Tisch, und das war gut so, denn auch in ihren Worten ist deutlich geworden, sie verteufelt nicht die Digitalisierung. Sie sieht den positiven Effekt, aber sie sagt eben auch, denkt daran, das eine oder andere zu beachten, Leitplanken einzuziehen, die wir am Ende brauchen. Es stimmt,
Natürlich, die Menschen in Deutschland haben grundsätzlich sehr hohe Anforderungen an den Schutz ihrer Daten. Das wird bei uns sehr viel wichtiger genommen als in anderen Ländern. In Deutschland werden viele Diskussionen anders geführt als in anderen Ländern. Wir sehen gerade auch die Diskussion um das Thema TTIP. Wir haben in Deutschland zum Beispiel hohe Anforderungen, deshalb auch an den Datenschutz. Das ist gut und muss auch so bleiben, denn Gesundheitsdaten, auch das wurde deutlich, sind extrem sensible Daten und sie haben einen außerordentlich hohen Marktwert. Diese Daten verdienen größten Schutz, aber Datenschutz und Innovation steht nicht im Widerspruch. Wir haben Möglichkeiten, die wir nutzen können. Die Stichworte sind gefallen, von der Anonymisierung, Pseudonymisierung bis hin zum sicheren Datentransfer und so weiter und so fort. Sehr spannend finde ich, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einigen Wochen auf dem Forschungsgipfel 2016 auch aufgerufen hat, diese Digitalisierung stärker als bisher positiv aufzunehmen und entsprechend voranzutreiben. Mit den richtigen Rahmendaten sollte dies gelingen und der entsprechenden technischen Umsetzung. Wie wichtig Standards sind, sind uns am Beispiel von Gesundheits-App erläutert worden. Dr. Albrecht hat dargestellt, was hier an Chancen besteht, aber durchaus als Risiken auch wahrgenommen werden muss und dass es in diesem Bereich durchaus ein regulatorisches Defizit gibt. Die Frage ist, wie es zu füllen ist. Hermann Gröhe hat dazu Antworten bereits gegeben und wir unterstützen als Fraktion seine Forderung nach klaren Standards. Und ich sage sehr deutlich, wir brauchen hier verbindliche Kriterien zur medizinischen Qualität der Apps, zum Schutz, zur Datensicherheit und am Ende auch wieder zur Transparenz. Denn wir müssen am Ende die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Deshalb brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte. Da wir dies ernst nehmen, sage ich Ihnen zu im Namen der Fraktion, dies ist nicht das Ende der Debatte, sondern der Anfang. Wir wollen dies mit Ihnen weiter durchführen. Wir sind deshalb dankbar, dass Sie sich auf den Weg zu uns gemacht haben, dass Sie uns inspiriert haben. Und wir werden jetzt daraus lernen und dann weiter mit Ihnen sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.